Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Scheunentalk, der ersten originären Gesprächsrunde Brandenburgs. Heute mit der zweiten Auflage zum Thema Lausitz 2030. Wie werden wir leben? Freuen Sie sich auf spannende Gäste und bitte begrüßen Sie Ihren Moderator Jens-Uwe Hoffmann. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Am Klavier, ich muss das gerade ändern, Andreas Simon. Das Staatstheater prüft meine Flexibilität. Das ist jetzt der vierte. Ich kenne ihn noch nicht. Ja, meine Damen und Herren, herzlich, besonders herzlich willkommen heute, dass Sie hier sind. Wir kämpfen heute gegen keinen geringeren als König Fußball. Ja, Viertelfinale, vielleicht auch ein bisschen gegen die Ferien schon, aber trotzdem freue ich mich, dass ihr alle da seid. Ungefähr die Hälfte kenne ich persönlich und das macht ja auch den besonderen Charme unseres Scheunentalks aus. Wir beenden schon die zweite Spielzeit. Ich begrüße Sie also oder euch zur 9. Ausgabe unseres Scheunentalks und wir haben heute, hoffentlich merkt man das nicht noch mehr, wir haben heute die zweite Ausgabe von Lausitz 2030, wie werden wir leben, zusammen mit der Lausitzer Rundschau. Wir bringen also diese Serie zum zweiten Mal auf die Bühne. Genau vor einem Jahr haben wir damit begonnen und da werden wir heute auch noch darauf zurückkommen. Ja, Anmoderation muss immer kürzer werden, deswegen nur ganz kurz die obligatorischen Hinweise. Das ist ein Handy, funktioniert auch. Kennen Sie es noch? Kennt ihr nicht mehr? Ich hab's noch. Ein Nokia 6310i. Bitte machen Sie alle Ihre Handys aus. Das geht bei mir ganz einfach so. Und deswegen, weil sonst unsere Funkverbindungen gestört werden. Und genau vor einem Jahr ist das leider passiert. Wir hatten keine Tonaufzeichnung zu den schönen Fernsehbildern. Ja, Applaus ist ganz wichtig. Vor allen Dingen für meine Talkgäste hier auf der Bühne. Und zwar freiwillig. Meine Stammgäste kennen meine Einlassung zum Öffentlich-Rechtlichen, wo dann oben die komischen Bilder laufen. Brauchen wir nicht. Applaudieren Sie, wenn Sie meinen, dass er was Richtiges gesagt hat oder wenn Sie der gleichen Meinung sind. Wir machen nach einer Stunde eine Pause. Hat sich bewährt. Und wir wollen heute mit meinen Gästen drei Schwerpunkte diskutieren, bearbeiten. Wie weiter nach Vattenfall? Ein heißes Thema. Zweitens Ostsee, Chance oder Spinnerei? Und drittens Sinn oder Unsinn der Kreisgebietsreform? Und da hat die LR uns ja schon fast die Show gestohlen. Es ist jetzt keine Absprache, es ist wirklich so passiert. LR von heute, ne? Ich konnte die Hälfte meiner Moderationskarten wegschmeißen, weil die Bundesregierung mir quasi reingegrätscht hat. Aber wir haben ja nichts dagegen. Und das geht dann so weiter. Gestern braune Spree. Vielleicht auch heute ein Thema. Und dann, damit alles dabei ist, wo haben wir es? Neue Irritationen um Kreisreformen. Also mehr Aktualität, mehr up-to-date können wir nicht sein und deswegen steigen wir jetzt so schnell wie möglich in das Thema. Ich freue mich auf folgende Gäste. Die Strecke Cottbus-Potsdam kennt die gebürtige Heidelbergerin aus dem FF. Dr. Martina Münch übernahm am 8. März 2016 zum zweiten Mal das Amt als Ministerin für Wirtschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. War vorher bereits Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, Landtagsabgeordnete und seit Ende 2014 auch Stadtverordnete in Cottbus. Ja, freuen Sie sich auf eine promovierte Ärztin, die mit 7 Kindern und katholischem Glaubensbekenntnis trotzdem oder Gott sei Dank mit 17 in die SPD eintrat. Unsere Ministerin, Frau Dr. Münch, herzlich willkommen. Frau Dr. Münch, herzlich willkommen. Sie sitzen hier.
Wir, mit dem Kinderkissen. Ja, die brauchen wir leider. Ja, ich stelle keine Namen hin, aber ich versuche es mir zu merken. Ja, dann haben wir einen weiteren Gast. Der im sachsen-anhaltinischen Köthen geborene Verwaltungsbeamte Hendrik Fischer ist seit November 2014 Staatssekretär im Brandenburger Ministerium für Wirtschaft und Energie. Der seit 1991 im Landesdienst tätige Pädagoge arbeitete zuvor als Referatsleiter Wirtschaft in der Staatskanzlei. Ja, freuen Sie sich auf einen Mann, der seine Frau vor dem Lenin-Mausoleum in Moskau kennenlernte und sich als Mischung zwischen Sachsen und Anhaltinern bezeichnet, unseren Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Energie, Hendrik Fischer. Herzlich willkommen. Herr Fischer, jetzt darf ich keinen Fehler machen. Das ist Ihr Platz. Als Spremberger Bürgermeister war Dr. Klaus-Peter Schulze von 2002 bis 2013 aktiv. Der diplomierte Lehrer gewann bei der Bundestagswahl 2013 das Direktmandat im Spree-Neiße-Kreis und ist seitdem für die CDU Mitglied des Bundestages und in den Ausschüssen für Tourismus, Umwelt, Reaktorsicherheit, Naturschutz und Bau tätig. Ja, meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf einen wirklich echten Lausitzer, der in einer sehr bekannten Gaststätte in Spremberg groß geworden ist, später promovierte Bürgermeister seiner Heimatstadt wurde und heute im Bundestag sitzt Dr. Klaus-Peter Schulze. Herzlich willkommen. Klaus-Peter. Grüß dich. Bitte hier Platz nehmen. Denken Sie sich vom Schiffbauer zum Minister. Ralf Christoffers war von 2010 bis 2014 Kabinettsmitglied der Brandenburger Landesregierung als Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten und Aufsichtsratmitglied des Flughafens BER. Seit Juni 2015 steht er der Fraktion Die Linke im Brandenburgischen Landtag vor. Ja, meine Damen und Herren, ein echter Fischkopf, ich darf das sagen, der sich inzwischen selbst als Politprofi bezeichnet, langjähriger Minister war, Mitglied des Landtages, Ralf Christoffers. Herzlich willkommen. Nochmal herzlich willkommen. Doch bitte. Oliver Haustein-Tesma, geboren in Schleswig-Holstein, ist seit Mai 2016 neuer Chefredakteur der Lausitzer Rundschau, bei der er von 1998 bis 2000 ein Volontariat absolvierte. Danach arbeitete er bis zum Wechsel nach Cottbus für Welt Online, die Welt, Welt am Sonntag und die Berliner Morgenpost. Zuvor war er seit 2010 als Nachrichtenchef beim Trierischen Volksfreund tätig. Ja, meine Damen und Herren, ein neues Gesicht hier bei uns und auch als Chefredakteur der Lausitzer Rundschau. Den Mitveranstalter begrüßen Sie ihn, der Geschichte studiert hat, heute nebenbei Kickboxer ist. Der neue Chefredakteur der Lausitzer Rundschau, Oliver Haustein-Tesma. Herzlich willkommen nochmal. Ja, meine Damen und Herren, ich habe extra nochmal geguckt. Wir haben wieder prominente Gäste im Saal, die ich auch, bevor wir einsteigen, begrüßen möchte. Eine Alt-Oberbürgermeisterin, Karin Ressel, herzlich willkommen. Mit ihrem Mann, Fritz Bohler, nicht ganz unbekannt in Cottbus. Ich muss so machen, weil sonst sehe ich euch nicht. Und wie immer unseren Alt-Oberbürgermeister Frank Schimanski. Franki, herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt kann ich mich auch setzen. Wir haben hier eine gute Tradition. Wir haben sonst etwas mehr Zeit für die persönliche Vita unserer Gäste. Heute versuchen wir das zu verknüpfen. Und wir wollen auf jeden Fall die Tradition fortsetzen, dass wir unsere Talk-Gäste, die auf der Bühne sind, besser kennenlernen. Und wir beginnen da mit, natürlich mit der First Lady heute quasi hier. Frau Dr. Anderes. Münch. Ja. Was ich in unserem Gespräch besonders spannend fand, ich hatte es ja schon gesagt, kann man sagen, dass Sie in die SPD hereingeboren wurden? Kann man das so, oder wie würden Sie es sagen?
Na, ein bisschen ist es tatsächlich so gewesen. Ich bin in einer Familie geboren worden, wo schon seit Generationen man sich politisch engagierte. Also mein Vater war SPD-Abgeordneter. Wir haben schon als Kinder für ihn Wahlkampf gemacht. Das war ungewöhnlich. Ich bin in Mannheim aufgewachsen, in einer katholischen Gegend. Und meine Großmutter war bei der CDU, also die engagierte sich für die CDU. Und da hatten wir als Kinder schreckliche Loyalitätskonflikte. Und ich weiß noch, wir haben ein Fähnchen gebastelt. Da stand auf der einen Seite SPD und auf der anderen Seite CDU, damit niemand... Ja, in den Zeiten der Großen Koalition ist das ja auch nicht so ganz ungewöhnlich. Übrigens, meine Damen und Herren, das ist nicht Zufall, damit ich hier nichts verwechsle. Von mir links sitzt die SPD, aber nur von mir aus gesehen, und von mir rechts sitzt die CDU. Nein, das müssen wir hier bei uns Gott sei Dank nicht so. Dann machen wir das mit Herrn Christoph. Der sitzt ganz außen. So. Ja, Herr Christoph, da kommen wir noch drauf. Ja. Also ganz sympathische Menschen habe ich hier wieder auf der Bühne. Ich durfte ja alle, die ich noch nicht kannte, näher kennenlernen. Herrn Dr. Schulze kenne ich aus gemeinsamer früherer Tätigkeit schon ein bisschen länger und genauer. Ja, Frau Dr. Münch, was ich auch so spannend finde, was die wenigsten wissen, Sie haben kein Problem mit dem Doktortitel als Politikerin und Ministerin. Das bedauern die Journalisten natürlich total. Denn Sie haben ja Medizin studiert und haben ein ganz spannendes Thema, das wollte ich Sie noch mal fragen, zu einem spannenden Thema promoviert. Ja, das ist richtig. Ich habe zu dem Thema Hirnstrukturveränderungen bei Schizophrenen promoviert. Und das ist eine ziemlich umfangreiche Arbeit gewesen. Und es ist eigentlich schade. Ich würde heute noch gerne wissen, ob sich das, was ich damals so ein bisschen... postuliert habe oder die Hypothesen, die ich hatte, ob die tatsächlich eingetroffen sind, aber ich bin da komplett raus aus diesem Bereich. Und ich denke mal, also dass es mich in die Politik verschlagen hat, war in dem Sinne nicht geplant. Aber ich habe ein großes Vorbild, und das ist Rudolf Virchow. Und Rudolf Virchow war ja auch Arzt und Sozialpolitiker. Und er hat auch mal gesagt, Politik ist nichts als Medizin im Großen. Insofern bin ich dann ja doch indirekt eigentlich beim Thema geblieben. Ja, aber ich fand das besonders spannend, denn es ist ja in diesen Zeiten schon mal auch wichtig, unseren Bürgern zu sagen, dass eben im Bundestag oder in anderen Parlamenten nicht nur Lehrer und Rechtsanwälte sitzen. Ja. Gut, aber auf die Lehrer kommen wir ja heute auch noch zu sprechen. Ja, verwunderlich ist es ja, dass Sie dann trotzdem in die Politik gegangen sind. Aber das finde ich im Zusammenhang mit Ihrer Lebensweise, die Sie auch mit Ihrer Familie vorleben, besonders interessant, denn Sie haben sich dann für Familie entschieden. Für eine gewisse Zeit, ja. Wir sind vor 22 Jahren nach Cottbus gezogen. Ich hatte damals zwei Kinder. Wir haben vorher in Berlin gelebt und mein Mann und ich beide als Ärzte gearbeitet. Mein Mann bekam dann eine berufliche neue Herausforderung als Arzt hier im Bereich. Herzlich willkommen übrigens. Ja. Ich kann ihn gar nicht sehen, weil es blendet so sehr. Ja. Schön, dass Sie da sind. Und mir war dann klar, dass ich für eine gewisse Zeit, solange die Kinder klein sind, erstmal beruflich zurückstecken würde. Aber ich wollte eigentlich immer wieder in den Beruf einsteigen und bin dann aber in dieser Zeit, als die Kinder klein waren, und es war eigentlich auch nicht geplant, dass es mal so viele werden würden. Aber das passiert manchmal noch. Und bin dann eben auch in der Zeit, wenn mein Mann zu Hause sein konnte und mich ablösen konnte bei den Kindern, habe ich gedacht, dann will ich mich aber engagieren. Und es hat mich schon immer gestört, wenn die Dinge nicht so waren, wie sie eigentlich sein sollten. Und deswegen dachte ich auch, dann muss man sich eben selbst einbringen und muss sich engagieren. Und ich bin dann in die Kommunalpolitik gegangen. Und die Politik hat mich seither auch nicht mehr losgelassen. Und das jetzt, glaube ich, 18 Jahre? Ist das ja. Weil heute gab es dazu eine Zeitungsmeldung. Jetzt muss ich wieder die Lausitzer Rundschau ansprechen. Ich hoffe, der Märkische Bote ist auch da, damit wir hier ein bisschen ausgewogen sind. Heute kam die Zeitungsmeldung, was Ihr Stadtparlament betrifft. Das ist richtig. Also ich bin ja jetzt seit 2014 nochmal zur Stadtverordneten auch gewählt worden und habe das versucht auch wahrzunehmen, dieses Mandat. Aber ich denke, die Ämter, die man übertragen bekommt, sollte man ganz ausfüllen oder man sollte sie denen überlassen, die mehr Zeit haben. Deswegen habe ich gestern bei meiner letzten Stadtverordnetenversammlung dann schweren Herzens erklärt, dass ich dieses Mandat als Stadtverordnete niederlege. Aber natürlich selbstverständlich weiter hier vor Ort meinen Mittelpunkt habe und ja auch als Landtagsabgeordnete meinen Wahlkreis zu betreuen habe. Damit Sie sich eben besser konzentrieren können, damit es kein, was heute leider passiert, Burnout gibt und man sich besser fokussieren kann. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass Sie ja konservativ leben mit Ihrer Familie, dass Sie sehr werteorientiert leben.
Was wir meines Erachtens in Deutschland wieder etwas forcieren müssten. Passt das noch zu dieser SPD? Mir fällt da so ungefähr als Gegenfigur Sigmar Gabriel ein. Also ich glaube, wie immer man... Immer so nonchalant und so ein bisschen... Ja, aber wie man lebt und wie man eben seine persönlichen Beziehungen gestaltet, ist, glaube ich, absolute Privatsache. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand eben in anderen Beziehungen eben homosexuell oder wie auch immer oder in welcher Patchwork-Konstellation auch immer lebt. Ich denke mal, das ist wirklich Privatsache und ich fühle mich sehr wohl in der Partei, bei allen Schmerzen, die einem das manchmal bedeutet. Denn ich bin ja mit der Partei schon seit Ewigkeiten liiert. Sie haben das ja vorhin nochmal gesagt. Und da hat man zwischendurch schon die Phasen, wo man sich etwas entfremdet, aber dann auch wieder Phasen, wo man denkt, jetzt wird es wieder Zeit, sich stärker einzubringen. Wenn die Jahreszahlen stimmen, stimmt das, dass Sie schon mit 17 in die ja, SPD eingetreten sind? Richtig. Ja, da habe ich das richtig gelesen. Ja, ich war damals stramme Juso-Stammung-Cup-Vertreterin. Wir waren damals ja sehr linksorientiert. Das wäre auch eine spannende Geschichte, darüber zu sprechen, wie wir auch mit der deutschen Teilung gelebt haben, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Wir haben noch so viele Spielzeiten vor uns, Frau Dr. Münch. Ich hoffe, dass Sie auch wiederkommen. Jetzt gibt es Menschen, die picken sich daraus, dass sie jetzt zum zweiten Mal nach einem Ministerausfall, Rücktritt will ich nicht sagen, quasi eingesprungen sind. Ist das Zufall oder hat Ihre Partei Sie da so offenbar besonderen Liste für solche Fälle oder sowas? Nein, ich glaube, es ist eigentlich ganz, ganz unkompliziert. Ich bin ja 2009 von Matthias Platzek zur Wissenschaftsministerin ernannt worden und habe das auch mit viel Herzblut und sehr gerne gemacht. Und wir hatten ja damals mehrere Ministerrücktritte und dann war eine Notsituation. Und da hatte Matthias Platzek mich sehr eindringlich gebeten, das Bildungsressort zu übernehmen. Und ich habe das dann schweren Herzens auch getan. Sie können nicht Nein sagen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein Problem von mir, das stimmt, dass man sich dann auch sehr gerne in die Verantwortung nehmen lässt, das ist sicherlich so und deswegen freue ich mich außerordentlich, dass ich jetzt wieder zurückgekommen bin in das Ressort, was ich eigentlich von Anfang an auch sehr gerne gemacht habe. Genau, und die Cottbuser freuen sich, dass sie wieder eine Ministerin haben und wie sie sich da einbringen, auch für Cottbus in der Region, das wird ja dann, werden wir noch weiter beleuchten. Ich mache einfach mal auf meiner linken Seite weiter. Herr Fischer, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir sind ja heute so hochkarätig, es fehlt eigentlich nur noch der Ministerpräsident. Ne? Ministerin, Staatssekretär. Herr Fischer, ich hatte ja einen unwahrscheinlich sympathischen Eindruck von unserem Vorgespräch. Ich darf das in meinem Alter mal sagen. Könnte ja sogar sein, dass der Älteste im Saal bin. Das weiß ich, müsst ihr mir nachher mal sagen. Und das hat mich natürlich, ich habe es schon bei der Anmoderation gesagt, Sie haben tatsächlich, und das interessiert ja immer unser Publikum, Dinge zu erfahren, die man von einem Staatssekretär oder Minister oder so noch nicht weiß, Sie haben tatsächlich Ihre Frau in Moskau vor dem Lenin-Mausoleum kennengelernt, das ist keine Ente. Erzählen Sie uns das kurz. Also erstens, es war nicht geplant, dass wir das hier erzählen, aber mache ich natürlich, weil wenn es schon einmal anmoderiert ist, da bin ich brutal. Das war 1983 und ich war mit ein paar Freunden zu einer Auslandsreise in die damalige Sowjetunion verabredet und das war so eine sowieso Abschiedsreise, naja, wie man das halt in dem Alter macht und wir hatten da einiges uns vorgenommen auf der Reise und haben auch den ersten Abend da sehr intensiv auch gefeiert und es war eine tolle Sache und wie das halt zu DDR-Zeiten war, am nächsten Morgen stand dann halt an, jetzt ist irgendwie ja, Roter Platz, Lenin-Mausoleum. So, und dann standen wir da in dieser langen Reihe und weiß nicht, wer von Ihnen da mal angestanden hat. Das dauert ja so ungefähr so um die 2 Stunden hat das damals gedauert. Naja, und dann standen wir da mit unseren zwei Kumpels und ich und haben da irgendwie erzählt und haben da 2 Stunden gestanden und vor uns standen 2 junge Frauen. Ja, und die eine ist jetzt meine Frau, also das ist insofern... Zufällig aus damals sicher... Ja, war nicht ganz zufällig, sie waren natürlich in der Reisegruppe damit drin, klar, deswegen haben die da auch hintereinander gestanden, ne? Und ja, so hat sich das damals also irgendwie halt ergeben. Ich finde das sehr außergewöhnlich und auch sehr witzig. Wer kennt das noch, Lenin-Mausoleum in Moskau, wer war schon mal da? Gibt es welche im Saal? Ja, wusste ich doch. Ist bekannt und gibt es, glaube ich, heute noch, ja? Ich weiß bloß nicht, ob der... Ja, es gibt es noch. Protagonist noch drin ist. Weil vor 3-4 Jahren das letzte Mal in Moskau gewesen ist, gibt es noch. Aber ich weiß nur, dass ganz andere Öffnungszeiten sind und wir haben nicht den Versuch unternommen, da nochmal reinzugehen. Ich finde das sehr sympathisch, Herr Fischer. Und was wir vielen im Saal vielleicht sagen müssen, ich habe es auch nicht geschafft, Sie sind mit dieser Frau jetzt 30 Jahre verheiratet.
Ja, in wenigen Tagen 31 Jahre, um präzise zu sein. Also, das ist doch ein Beifall wert. Also ich weiß jetzt nicht, ob es an der Schlange im Lenin 31 Jahre. Was heute einige im Saal und einige auf der Bühne verbindet, ist die Hochschule in Potsdam. Das habe ich als nächstes hier auf dem Zettel. Sie haben dann Mathematik und Physik studiert in Potsdam mit berühmten Menschen oder waren Nachfolger von berühmten Menschen, die heute Minister sind? Ja, das stimmt. Also ich bin damals 1983 dann in die Hochschule dann gewechselt, habe angefangen zu studieren und bin dann in ein Zimmer eingezogen, in so einem normalen Studentenwohnheim. Und im Nachhinein habe ich gelernt, dass der Kollege quasi, der Kommilitone, dessen Bett ich da sozusagen übernommen habe, ich weiß nicht, ob es das war oder das zweite, was frei war in dem, war Günter Baske. Und, Günter Hugo ja. Baske, Frank. Ja. Und wir haben ja auch die Zeit über immer mal wieder miteinander zu tun gehabt. Wir haben uns dann aus den Augen verloren in der Wendezeit. Und ich habe ihn dann irgendwann mal wieder getroffen bei einem Konzert in Jüterbog, so ein Freiluftding irgendwie. Da spielte eine Band, die DDR-Band, die bestimmt viele hier kennen auch, spielte Keimzeit. Ich bin da deswegen hingegangen, weil in dem gleichen Zimmer auch Norbert Leisegang mit gewohnt hat, also der Sänger von der Truppe. Und Hugo Baske hat ja zu dem Zeitpunkt so ein bisschen, wie kann man, ich weiß nicht, ob das zu DDR-Zeiten sagen konnte, so ein bisschen Management von der Gruppe da gemacht gehabt. Und da liefen wir uns wieder über den Weg. Da stand dann plötzlich so ein Typ neben mir. Ich denke mir, habe ich jetzt gedacht, den kennst du irgendwo? Und hatte so eine riesen Sonnenbrille aufgehabt. Ja. Und dann haben wir nochmal geguckt, dann guckte er mich wieder an und dann haben wir uns, wie gesagt, da wieder gesehen. Da war er aber schon Sozialdezernent in Potsdam-Mittelmark und ich war zu dem Zeitpunkt da schon dann im Arbeitsministerium in Brandenburg. Also letztlich ein halbes Leben irgendwie sind Sie sich immer über den Weg gelaufen immer und jetzt sehen wieder. Sie ihn ja sicher in der Staatskanzlei auch des Öfteren, denke ich mal. Und die Gruppe, die es heute noch gibt, ja, die ist ja auch sicher dem Publikum hier bekannt. Herr Fischer, Ihre berufliche Karriere, Sie haben sich selbst so ein bisschen als Verwaltungsprofi von der Pike auf bezeichnet. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Ich habe gesagt, ein Verwaltungsprofi, so wie ich ihn kennengelernt habe, der trotzdem noch fest an der Basis ist. Also der Ausgangspunkt war damals, als wir darüber geredet hatten, ja gewesen, wie ist das eigentlich so, wie fühlt man sich als Politiker? Und da habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mich selber im Moment als Politiker bezeichnen würde. Also man kann sagen, qua Amt bist es vielleicht, ja. Aber bin ich das wirklich? Also fühle ich mich wirklich als Politiker? Dann habe ich gesagt, ich glaube eigentlich nicht, weil ich habe 1991 mal angefangen im damaligen Hildebrand-Ministerium, also Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen, so als so ein Referent, der, ja, schon mal sagen, im Auftrag der Chefin die Querverbindung zur Treuhandanstalt hergestellt hat. Also ich habe sozusagen den Bereich Liquidation in der Treuhandanstalt, da war ich der Ansprechpartner im Arbeitsministerium. So, und da habe ich angefangen 1991 als Sachbearbeiter. Und habe dann im Ministerium halt verschiedenste Stationen durchlaufen. Also habe diesen Part da überstanden, habe dann gerade auch mit der Lausitz hier sehr viel zu tun gehabt. Ich weiß nicht, ob Ralf Christopher sich noch erinnern kann, ein Strukturförderprogramm Lauchhammer gab es mal Mitte der 90er Jahre. Das war so ein bisschen mit unser Produkt gewesen. Die großen ABMs hier, die kennen alle noch, die auch in der Rekultivierung Braunkohlelandschaften eine Rolle gespielt haben. Dann die 249H-Maßnahmen, das war alles so mein Zeugs im Ministerium und bin dann im Ministerium erst Referent geworden, dann habe ich eine Zeit lang im Leitungsbereich gearbeitet, da bin dann irgendwann Anfang der 2000er Jahre dann Referatsleiter geworden, habe das dann auch nochmal wieder bis Ende der 2000er Jahre gemacht und habe sozusagen immer eine Verwaltungsstufe quasi nach der anderen irgendwie erlebt und dann hatte ich mich, weil ich dann nach 17 Jahren immer SGF irgendwie mich sagte, ist irgendwie komisch, also irgendwie zu jede Person, die du da irgendwo siehst, zu der kennst du eine Geschichte, ja. Wenn du eine Problemstellung kriegst, dann machst du deinen Computer an und da findet sich irgendwas, was du irgendwie in der Form schon mal dazu aufgeschrieben hast und habe dann mir gesagt, ich will mal irgendwie einen ziemlichen Schnitt für mich machen, irgendwie was noch mal ein bisschen anderes. Andererseits war ich zu dem Zeitpunkt verbeamtet und habe mir auch gedacht, naja, also jetzt irgendwie was komplett anderes außerhalb der Verwaltung kannst du eigentlich auch nicht mehr. Das ist irgendwie dann doch zu lange, die 17 Jahre. Und habe dann mich einfach damals auf eine freie Stelle in der Staatskanzlei beworben gehabt, die für mich also wirklich all das beinhaltet hat, was mir persönlich auch so als Mensch wirklich Spaß macht, was mich reizt, was mich interessiert. Das war ein sogenanntes Spiegelreferat, was zuständig war für die Ministerien
Arbeit fürs Wirtschaftsministerium, Wirtschaft und erst Ministerium für Wirtschaft, dann Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten. Da haben Herr Christoffers und ich uns, glaube ich, intensiver kennengelernt, und fürs Finanzministerium. Also die Bereiche Wirtschaft, Arbeit, Finanzen waren sozusagen, war immer mein Beritt. Und dann kam irgendwann noch Europa dazu, nach der Regierungsbildung, und da hatte ich alles, was ich irgendwie haben wollte. Das war irgendwie für mich so fast die Erfüllung dessen, was ich mir so beruflich mal gedacht hatte. Zu Europa kommen wir heute noch mal. Und ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt auch nicht damit, mein Plan war nicht, irgendwie aus der Kanzlei wieder rauszugehen und ins Wirtschaftsministerium zu wechseln. Das war das, was ich machen wollte, das hat mir Spaß gemacht. Und jetzt hat sich dann mit der neuen Regierungsbildung doch anders ergeben, und sage ich aber auch, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, also wäre ich mal lieber in der Kanzlei geblieben. Mir macht der Job da schon Spaß, das ist eine tolle Sache und es ist ein tolles Ministerium, was wir da aufhaben. Ralf Christoffers. Damit sind Sie quasi im Augenblick auch an vorderster Front und deswegen heute zu diesem spannenden und hochaktuellen Thema auch hier. Ja, soweit vielleicht zum etwas näheren Kennenlernen unseres Staatssekretärs im Ministerium für Wirtschaft und Energie. Das finde ich jetzt, nachdem das ja immer so gewürfelt wird und die Leute sich das nicht mehr merken können, ja, dann nimmt man dann immer das Erste. Also mir geht das immer so, ja, weil da kommen dann immer noch so drei Ressorts hinterher, und damit die Leute sich nicht dran gewöhnen, ändert man das in jeder Legislaturperiode. Vielleicht können wir das heute auch mal klären, ob das System hat. Ja, und jetzt mache ich zu meiner Rechten weiter. Dr. Klaus-Peter Schulze. Klaus-Peter, nochmal herzlich willkommen. Was ich noch nicht wusste, bin auch nicht so ein Computerfreak. Bist du in Spremmer geboren? Nein, mein Jahrgang ist fast geschlossen. Jahrgang 54 in Döbern geboren worden, weil Spremmer keine Geburtsklinik hatte. Die kam erst Mitte der 60er Jahre. Also mein Bruder ist auch noch in Döbern geboren und meine Schwester dann in Spremmer. Und ich bin aber dann nach wenigen Tagen umgezogen. Also ich bin in Spremmer groß geworden. Pro forma Döbern, und das ist ja auch nicht so weit. Darüber nach Spremmer wusste ich auch noch nicht. Wir hatten ja schon gesagt, die Gaststätte gibt es heute noch, in der du quasi tatsächlich groß geworden bist. Ja, die hat mein Urgroßvater am 1.8.1914 übernommen, und die wird jetzt in vierter Generation von meiner Schwester geführt. Das hat man auch gerade in der Branche nicht so oft. Herzlichen Glückwunsch nochmal auch an die Familie, dass da so gut durchgehalten wird. Aber du bist dann ja auch, insofern viele Kommilitonen, auch in Potsdam zum Studium gegangen. Ich wollte mal reine Biologie studieren, und da gab es dann zu DDR-Zeiten der Wunsch der NVA, dass man 3 Jahre dienen soll, bevor man das Fach studieren darf. Und da habe ich gesagt, probiere ich mal aus, ob sie Lehrer nehmen, Biochemielehrer. Und dann hat das geklappt. War in Potsdam. Einer meiner besten Kumpels sitzt dort hinten. Wir haben viele schöne Stunden verlebt. Nicht nur beim Bier trinken, vor allen Dingen beim Geld verdienen. Wir haben beide zusammen den Studentenkeller geschmissen. Und ihr beide zusammen, um Gottes Willen. Ab und an nochmal die Mensa zur Großveranstaltung. Ja, und ich habe Biologie, Chemie studiert, und Frank war ja Deutschgeschichte, oder Geschichte Deutsch ist jetzt ja nicht so wichtig. Und Hugo Baske war damals im Vorkurs Mathematik, das war so zu DDR-Zeiten eine Sonderausbildung. Man konnte nach der 10. Klasse eine Schnellbesolung machen, weil Mathe-Physiklehrer gebraucht wurden. Da hat man noch in der Bildung darauf geachtet, dass man möglichst viel naturwissenschaftliche Ausbildung den Schülern beibringt. Und er hat diesen Schnellkurs gemacht, und ich will jetzt nicht sagen Notabitur, aber das war aber ein Fachabitur, was dann sozusagen für Mathe, Physik vorgesehen war. Also das war so eine Truppe, und dann sind noch hier in der Region der eine oder andere Gymnasiallehrer, mit denen wir zusammen studiert haben. Aber wir machen jetzt keine Verschwörungstheorie auf, dass alle, die da mal in Potsdam Lehrer studiert haben, jetzt in höheren politischen Ämtern in diesem Land sind. Ja? Da, ja, nicht also alle, da gibt es keine Geheimorganisation. Also, da muss man ja manchmal ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass man in der Heimat bleibt und versucht sich hier auch einzubringen. Die Kommilitonen, die habe ich mir ja sogar aufgeschrieben, wie ich hier sehe, aber du hast sie ja schon genannt. Was viele Leute vielleicht ein bisschen aus dem Auge verloren haben, Klaus-Peter, ist deine Zeit, bevor du Bürgermeister deiner Heimatstadt in Spremberg wurdest. Wir kannten uns, warst du ja an nicht so unwichtiger Stelle im Spreener Essekreis. Vielleicht kannst du die Zeit noch mal kurz beleuchten, Mitstreiter, an dem du dich viel gerieben hast, war Dieter Friese.
Na, ich weiß nicht, wer sich mehr an wem mehr gerieben hat, aber wir haben uns gerieben. Ja, also es kam ja dann der Neuaufbau der Verwaltung und ich habe am 2.7., also 1990, demnächst vor 26 Jahren, meine Tätigkeit in der Kreisverwaltung Spremberg aufgenommen. Ich bin über einen runden Tisch für den Bereich Umweltschutz, Umweltamt reingekommen. Also noch vor der SPN-Bildung, ne? Ja, und habe also dort die Verwaltung aufgebaut. Und dann kam die erste Kreisgebietsreform. Wir werden ja sicherlich heute noch mal zu dem Thema kommen. Und da ist Cottbus, Forst, Guben und Spremberg zusammengelegt worden. Cottbusland hieß Cottbusland, das damals? Cottbusland, ja. Forst wurde zur Kreisstadt, was den Spremberg ja nicht besonders erfreut hat, aber es war eine politische Entscheidung des Landtages, die wir dann akzeptieren mussten. Und zwischendurch habe ich Verwaltungsschule gemacht. Dann habe ich Dr. Bialas kennengelernt, der war damals Beigeordneter beim Oberbürgermeister hier in Cottbus. Wir haben zusammen den höheren Dienst absolviert und in dieser Zeit ist dann noch die neue Verwaltung aufgebaut worden. Und Dieter Friese hat mich dann zum zweiten Beigeordneten gemacht. Ich hatte den gesamten Baubereich, Umweltbereich, Vermessung, Katasteramt, also einen ziemlich großen Laden mit 250, 260 Mitarbeitern. Was war deine Intention zu sagen, ich stelle mich zur Wahl als Bürgermeister in Spremberg? Ja, ich bin dann angesprochen worden Ende der 90er Jahre, der damalige Bürgermeister Egon Wochertz, der ja gleich seit Mai 1990 die Tätigkeit dort wahrgenommen hat, konnte nicht mehr antreten. Er ist also Altersrentner geworden und nach damaliger Regelung konnte er nicht mehr kandidieren, nach heutiger wäre es gegangen. Und da haben mich ein paar Leute gefragt, ob ich das mal probieren will und da habe ich mich zur Wahl gestellt. Und da gab es noch 4 Mitwettbewerber und im ersten Wahlgang hatte ich 67% und damit gewählt und dann habe ich das eine volle Wahlperiode. 67%, meine Damen und Herren. Eine volle Wahlperiode gemacht und dann nochmal 3 Jahre. Zeit möchte ich nicht missen. Und da habe ich also auch Herrn Fischer kennengelernt. Wir haben uns in Sachen Papierfabrik gut miteinander verständigt. War eine tolle Zusammenarbeit. Das wusste ich auch noch nicht. Mit dem Wirtschaftsminister, schwarze Pumpe natürlich. Da habe ich ja Kollegen, Kumpels auf der Bühne, ohne dass ich es wusste. Das ist ja unglaublich. Schön. Aber so ist das halt, wenn man in Brandenburg und der Lausitz tätig ist, und das ist ja auch unser Format, Persönlichkeiten aus Brandenburg und der Lausitz näher vorzustellen, besser kennenzulernen. Ja, Ralf Christoffers, Herr Christoffers, was mir bei Ihnen und Herrn Fischer im Unterschied zu anderen Protagonisten, die ich in Potsdam zu Vorgesprächen besuchte, positiv aufgefallen ist, man hat Lebenserfahrung und Menschenkenntnis, der Händedruck. Er ist nämlich nicht nur ein echter Fischkorb, wie ich sagen darf, sondern, Herr Christoffers, Sie haben ja auch so ein richtigen handfesten, das ist ja wie ein Schraubstock, wenn man ihn in die Hand gibt. Ich pumpe mich vorher schon immer auf. Sie haben ja auch so einen handfesten Beruf erlernt. Vielleicht können Sie uns das erklären. Ach, das sind Rudimente der Vergangenheit im Prinzip. Ich habe zu DDR-Zeiten Schiffbauer gelernt und habe diesen Beruf 10 Jahre ausgeübt. Und das war zu DDR-Zeiten ein Beruf, der vom Schwierigkeitsgrad her gleichgestellt war, Bergwerke. Und insofern hatte man da die Möglichkeiten, sage ich mal, eine bestimmte körperliche Ertüchtigung über die Arbeit noch mitzubekommen. Und letztendlich sind das, wie gesagt, ein paar Überreste. Und außerdem bin ich über die Jahre auch schon erzogen worden. Wie bitte? Außerdem bin ich über die Jahre auch schon erzogen worden, ja, was den Händedruck angeht. Ja, gut. Ja, das ist eine Sache, die man irgendwie im Auge behält. Sie waren dann praktisch, wie die DDR das sagte, Arbeiter und Bauernstaat, Arbeiter und sind dann ganz besonders gefördert worden. Sie haben also in Ihrer DDR-Zeit eigentlich so eine klare, ich nenne es mal DDR-Parteikarriere gemacht, mit aller Konsequenz. Ich habe diesen Beruf 10 Jahre ausgeübt. Ich muss dazu sagen, meine Familie war zu DDR-Zeiten im Bereich der Wirtschaft tätig. Meine beiden Brüder waren stellvertretende Kombinatsdirektoren von B-geleiteten Kombinaten, das heißt also bezirklich orientierten Kombinaten, der eine vom Wohnungsbau und der zweite bei der Energieerzeugung oben in Rostock. Und wir hatten bei uns zu Hause immer ein Klima, wir haben uns sehr, sehr viel über Politik unterhalten. Und ich hatte immer schon ein bestimmtes Interesse an
soziologischen Fragen, an gesellschaftlichen Fragen. Und ich habe mir deswegen nach 10 Jahren habe ich das Angebot angenommen und habe dann Gesellschaftswissenschaften studiert, habe danach Philosophie unterrichtet und war dann Anfang 89 dabei, meine Dissertation zu schreiben. An der Jugendhochschule Bogensee. Ja. Vielleicht kennen das noch einige, Jugendhochschule Bogensee. Und was ich besonders interessant fand, ist das Thema Ihrer Diplomarbeit. Ja, es gab mehrere Themen zur Auswahl und ich hatte mir das Thema ausgesucht zur Rolle und Bedeutung von Lohnnebenkosten in der Bundesrepublik Deutschland. In der BRD. In der Bundesrepublik Deutschland. Das hatte dann auch eine Konsequenz. Die Diplomarbeit ist nie veröffentlicht worden. Aber bestimmte Themen, die heute in der aktuellen Debatte sind, die erscheinen mir manchmal relativ nah. Ja. Und Sie hatten es schon erwähnt, Sie waren dann quasi mitten in der Dissertation. Und dann kam die Wende, muss man als Politiker dann heute sagen, Gott sei Dank, die Dissertation nicht zu Ende geführt, oder bedauern Sie das? Ach, ich hatte zwischendurch immer wieder mit den Gedanken gespielt, ich sage mal, die Dissertation dann unter anderen Voraussetzungen selbstverständlich dann auch nachzuholen. Einfach, weil das Thema spannend ist. Das Thema, das berührt im Prinzip jeden und ist eines der Säulen, sage ich mal, auch des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und insofern, das Thema bleibt spannend. Und ja. Bloß, ich hatte nie die Zeit dafür und ich befürchte, das wird so schnell auch nichts werden. Ich habe da mal einen Sprung gemacht, Z. 92, Sie hatten ja den Begriff für sich selber verwendet. Seit 92 kann man sagen, sind Sie Profi, Politprofi quasi, unter anderem als Wirtschaftsminister. Und da haben wir schon so den kleinen Bogen zu unserem heutigen Hauptthema: Energiewirtschaft, Kohle, Kraftwerke, Tagebaue. Sie haben mal formuliert, wenn ich das richtig notiert habe, Atom- und Kohleausstieg gemeinsam sind nur im reichen Deutschland möglich. Habe ich mir das richtig notiert? Also ich glaube, das Konzept der Energiewende, so wie wir es umsetzen, ist eigentlich nur in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund der wirtschaftlichen Stärke so möglich. Ich kenne kein anderes Land in der Welt, das diesen Weg auf diese Art und Weise gehen können oder hätte gehen wollen, um dabei Industrieland zu bleiben und zugleich auch sozial verfasst zu sein. Was es gibt, ist, dass es viele Anregungen aus dem Bereich der Energiewende, der Energiepolitik, ich sage mal, in anderen Ländern aufgenommen wird. Ich habe das in Südafrika erlebt, ich habe das auch in China erlebt, auch in Europa in den Gesprächen. In dem Gesamtkomplex, glaube ich, ist gegenwärtig kein Land in der Lage, das in dieser Konsequenz, sage ich mal, und das in diesem Tempo und das mit diesen Instrumenten dann noch so umzusetzen. Also das ist schon mal so ein erstes Statement zu unserem Hauptthema, aber wir wollen auch, dass, wie ich mal salopp sagte, Herr Haustein, Tesma, neue Gesicht bei uns, obwohl Sie ja nicht ganz so neu sind, aber als Volontär hat man Sie vielleicht doch nicht gesehen. Ich begrüße nochmal den neuen Chefredakteur der Lausitzer Rundschau, Oliver Haustein-Tesma. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und dass wir Sie etwas näher kennenlernen dürfen. Ich habe mir mal so als Stichwort notiert, Sie haben gesagt, Sie sind froh, wieder in der Lausitz zu sein. Warum? Ja, also zunächst ist die Lausitz einfach eine sehr schöne Region. Also für mich ist das eine sehr abwechslungsreiche Region. Sie ist vom Spreewald bis runter nach Spremberg und auch in die Gefilde von in den Niederlausitz reinzugehen. Also wirklich sehr abwechslungsreich. Ich habe die Landschaft auch wirklich schon von Anfang an, als ich hier gelernt habe, schätzen gelernt. Und ich finde auch, und das wird vielleicht auch oft unterschätzt von Leuten, die die Gegend nicht so kennen und auch Cottbus beispielsweise, wo ich heute lebe, nicht so kennen. Ich finde auch, dass wir sehr günstig eigentlich liegen. Also wir liegen zwischen zwei Metropolenregionen wie Berlin und Dresden. Wir sind sozusagen europäisiert einfach durch die Grenzlage. Das bietet auch viele Möglichkeiten, viele Chancen. Und das kann ich auch in meiner Freizeit, die nun auch nicht so reichlich ist, aber auch erleben. Also ich gucke mir das alles genau an und fahre viel durch die Gegend. Und das ist schon sehr faszinierend. Auch mit großen Problemen, über die wir ja heute noch sprechen, natürlich behaftet. Aber das ist schon reizvoll. Was die meisten nicht wissen, Sie kommen auch aus dem Westen unseres
schönen Heimatlandes. Sie sind im Prinzip auch so eine Art Nordländer. Fischkopf, sagen Sie es ruhig. Fischkopf, nicht so weit weg von Herrn Christophers. Erzählen Sie es uns. Kann man, ja, klar, sicher. Da haben wir was gemein und wir können wahrscheinlich ein bisschen platt schnacken zusammen. Aber nee, also ich bin da aufgewachsen. Aber meine Familie hat natürlich auch ja, verschiedene Herkünfte sozusagen. Also einerseits mütterlicherseits aus dem Pommerschen. Andererseits väterlicherseits aus dem Berlin-Brandenburger Raum, sogar mit Beziehungen nach Cottbus. Also es gibt schon sowas wie eine Bindung, die auch, ja, kann man schon sagen, das wird auch tradiert tatsächlich in der Familie. Sie kriegen das irgendwie mit. Ich weiß nicht, ob Sie diese Sachen nur für unsere Zuschauer, Schleswig-Holstein, Sie sind in Schleswig-Holstein groß geworden. Genau, ja, da, ostholsteinische Schweiz, da sind heute noch mehr Seen als im Moment hier, aber hier wird es ja dann auch ein paar mehr geben dann irgendwann. Ist eine schöne Gegend. Aber erstmal, kann man sagen, in Ihrer Generation, wir wollen das ja hoffen, fühlen Sie sich noch in irgendeiner Weise als sogenannter Wessi oder ist das in Ihrer Generation dann schon irgendwie verwachsen? Ja, also doch, also ich würde sagen, für meine Generation, ich bin so jung, wie ich jetzt hier gemacht wurde, bin ich jetzt auch nicht. Ich bin 46 Jahre alt, dankeschön. Genau, ich bin auch freiwillig hier. Hat er ja eingangs gesagt, alle freiwillig hier. Nein, also das, natürlich ist das noch ein Thema. Frau Münch hat das ja angesprochen. Also ich meine, wir gehören zu so doch noch einer Generation, die ist in einem geteilten Land aufgewachsen und hat das auch als gewisserweise als gegeben hingenommen. Und insofern haben wir auch eine Ost-West-Diskussion geführt und die habe ich mit Freunden geführt, mit Verwandten, mit Bekannten. Meine Familie ist allerdings Ost und West und zerlegt worden. Die einen sind halt nur bis Greifswald gekommen von der Flucht aus Pommern nach dem Krieg. Und die anderen sind in Ost-Berlin geblieben und die einen in West-Berlin gewesen und mein Vater ist 61 weggegangen. Also es gibt immer irgendwie, das schwebt alles mit. Und aber letztlich, Wessi, nee, würde ich jetzt nicht mehr so sagen. Okay, vielen Dank. Auch die Familiengeschichte ist wichtig, wird ja nicht in der Lausitzer Rundschau stehen, deswegen spreche ich die Dinge an, die man ist wichtig, über ja, natürlich. Sie nicht weiß. Was man auch nicht weiß ist, dass Sie, das ist für einen Journalisten vielleicht nicht ganz so typisch, und mich hat das aber sehr beeindruckt, dass Sie Geschichte studiert haben und das auch tatsächlich abgeschlossen haben. Das kann man ja nicht von allen Journalisten sagen. Lassen Sie uns das noch kurz wissen. Ja, wie ich das abgeschlossen habe, oder? Wie bitte? Wie? Wo haben Sie von wann bis wann Geschichte studiert? Gut, haben Sie Geschichte studiert? Erstmal muss ich das mal ein bisschen relativieren. Jetzt machst du Journalisten ja, genau. Langzeitstudent war ich. Also das war früher auch noch nicht so ein Problem, weil heute machen Sie Bachelor, da muss man ganz schnell sein und fleißig und Vollzeit studieren. Früher war es wichtig, wenn Sie sich für so ein Fach entschieden haben wie ich, Geschichte, das kann man nur aus Leidenschaft machen und man muss irgendwo auch Geld verdienen. Das heißt, ich habe immer irgendwie gearbeitet, natürlich für Medien. Ne? Also ich habe geschrieben nebenbei, um auch so mein Studium mitzufinanzieren. Ich habe in Verlagsbranchen gearbeitet und so. Und das hat ein bisschen länger gedauert. Also ich habe 89 angefangen, in der spannendsten Zeit nach Berlin gegangen, an die FU zunächst, Freie Universität. Und da kam schon ziemlich schnell der Mauerfall und bin dann, warum auch immer, ich muss mal kurz überlegen, das hatte private Gründe, 91 nach München gegangen, um dort weiter zu studieren, nach dem Grundstudium, da war noch alles schön in time, wie man heute sagt. Hatten Sie irgendeine Spezialrichtung beim Geschichtsstudium? Ja, also neuere und neueste Geschichte und mittelalterliche Geschichte habe ich abgeschlossen und Politikwissenschaften auch noch, also das sind meine Fächer. Und natürlich auch ein bisschen Altertum muss man auch machen, das waren so Muss-Dinger, aber ist auch nicht ganz uninteressant, wenn man dann später, habe ich an Trier gearbeitet, Sie haben es gesagt, da fällt einem das dann alles wieder ein, aha. So sah das damals aus. Der Abschluss nennt sich Diplomhistoriker? Magister ist das. Magister. Ja, genau. Gut, den habe ich dann wieder in Berlin gemacht, an der Humboldt-Uni. Diplom, kommt dem gleich, quasi. Ja, kann man sagen. Ja. Also Diplome gibt es da eigentlich nicht. Also was heute Master ist, hieß damals Magister. Ja. Ich wollte es unbedingt hier erwähnt haben oder von Ihnen finde ich sehr berichtet lobenswert, haben, weil das für meine Begriffe, ich schätze also man muss auch mal eine Lanze für die Geisteswissenschaftler brechen, aber hier sind eigentlich nur Mathematiker, Naturwissenschaftler, also ja, ich fand das einfach, Ärztin, mal salopp gesagt, habe ich noch keinen Journalisten kennengelernt, der Geschichte studiert hat und weil ich ein bisschen Hobbyhistoriker bin. Es gibt einige, aber okay. Das mal ganz zum Schluss, ich habe immer die Uhr heute im Auge, die meisten wissen nicht, wo sie ist.
Lausitzer Rundschau. Haben Sie ein schweres oder ein leichtes Erbe angetreten? Wie stellen Sie sich die Lausitzer Rundschau mal ganz kurz gesagt unter Ihrer Ägide vor? In 2030 womöglich, nicht? Also, und 2030 ja, dann, ja. Ja, schweres Erbe. Also Sie kennen ja die Lage heute so. Also die Menschen sind interessiert an Medien. Die gucken hierzu, die gucken Fernsehen, die gucken im Internet, die informieren sich. Die Leute lesen immer weniger. Das ist also für jemanden, der Zeitung macht, aber auch natürlich heutzutage Online-Journalismus und auch andere Dinge in sozialen Netzwerken unterwegs ist mit seinen Medien, ist das schon eine Herausforderung. Das heißt, auch wir blicken bestimmt nicht bis 2030 voraus, sondern ich kann sagen, ich weiß, was ich die nächsten 3, 4, 5 Jahre machen will, nämlich das Unternehmen auf einem guten Weg, wo wir jetzt schon sind, nämlich die Digitalisierung, so sind wir also gar nicht so unterschiedlich zu vielen anderen Unternehmen, anderer Branchen hier in der Region, die Digitalisierung voranzubringen weiter. Genauso gut über LR Online die Leute zu informieren wie in Print, also in der gedruckten Zeitung. Ja. Also das ist die größte Aufgabe. Kann man sagen, es ist jetzt nicht so, wie ich das noch mir vorstelle, es müssen nicht unbedingt die Abonnenten, Hardcopy heißt ja sowas heute, ein Stück Papier. Ja, Sie gut informiert, ja. In der Zeitung zunehmen, sondern mehr Abonnenten auch im Netz, in den neuen Medien. Ja, genau. Also Abonnenten, klar, sind immer gut, weil Abonnenten, unsere treuesten Leserinnen und Leser, da sind ja auch viele heute Abend hier, das ist das verlässlichste Moment, mit dem Sie arbeiten können. Damit können Sie planen. Jemand, der bereit ist, über langfristige Zeit mit uns sozusagen gemeinsam zu gehen. Da achten wir drauf und das ist unser Weg. Und wir möchten natürlich auch mehr und mehr Abonnenten gewinnen, auch gerade jüngere Zielgruppen, uns auch auf LR Online zu folgen und tatsächlich da auch uns längerfristig zu folgen. Ich habe aus unserem Gespräch aufgeschrieben, Sie hatten das mal formuliert, ich dachte, es kommt jetzt, ich sag's mal, weil ich das so griffig fand, liberal, regional, lokal. Ja, das haben Sie, das gut, haben Sie sich gut gemerkt. Ja. Also wir haben lange diskutiert, ne, haben auch alles Mögliche besprochen, Privates, Geschäftliches und er hatte gefragt, das muss ich aber überlegen, Sie hatten gefragt, wie ist das eigentlich, wenn die Leute so unterschiedliche Meinungen haben, Kommentare schreiben, der eine schreibt dies, der andere schreibt pro Kohle, der andere gegen Kohle. Wie bündelt man das zusammen? Da habe ich gesagt, ja klar, wir haben einen liberalen Ansatz in der Redaktion. Nicht? Wir sind ein unabhängiges Medium, wir sind ein unabhängiges Medienhaus, wir wollen das berichten, was ist, wir wollen auch kontroverse Dinge berichten. Man darf auch kontrovers in der Redaktion sein. Was ich allerdings finde, und da kommt das Lokale, Regionale, es muss einen Bezug zur Lausitz haben und zur Region. Also dafür sind wir hier ja da. Wir sollen mitteln, das, was in der Region passiert, oder das erklären, was für die Region wichtig wird, wenn es anderswo passiert. Beispiel Brexit ist genauso, kann hier ein Thema sein. Nicht? Aber ich hatte ja gesagt, dass ich den Kommentar heute zum Brexit Ihres Kollegen nicht so prickelnd fand, genau. Ich persönlich, aber Sie haben eine andere Meinung dazu. Ja. War so ein bisschen Wählerschelte. Ja, Sie haben gesagt, nicht, dass, also man kann nicht die Leute dafür beschimpfen, was sie gewählt haben. Das finde ich auch, man muss das respektieren, was in einem Referendum oder in einer Wahl passiert. Aber ich glaube, also ich würde das mal so interpretieren, es geht eher darum, dass sich jetzt im Nachhinein Menschen äußern und sagen, wir müssen das alles zurückdrehen oder nochmal abstimmen, aber die sind vorher gar nicht zur Wahl gegangen. Wenn Sie sich das mal ansehen, und das finde ich auch das Erschreckende heutzutage, und da hoffe ich, dass wir als Medienleute da auch was tun können, dass sich das vielleicht ein bisschen wieder wandelt. Die Leute reden viel über Sachen, aber sie stimmen dann nicht ab. Oder sie regen sich wahnsinnig auf und machen dann nicht mit. Da geben Sie mir jetzt mit dem Blick auf die Uhr ein sehr gutes Stichwort und vor allen Dingen auch das Stichwort lokal, regional. Und deswegen denke ich, wir sollten einsteigen. Ja. Vielen Dank nochmal für Ihre persönliche Vorstellung. Gerne. Meine Damen und Herren, Herr Oliver Tesma, verfolgen Sie die Lausitzer Rundschau und dann schauen wir vielleicht in einem Jahr nochmal, was von dem, was Sie angekündigt haben, wirklich passiert ist. Sehr gerne. Ja, meine Damen und Herren, regional heißt unser Hauptthema heute, was kommt nach Vattenfall, und die Frage weiter mit Kohle, weiter mit weniger Kohle, weiter ohne Kohle. Und da wir vor einem Jahr hier zusammensaßen und Ihr geschätzter Kollege, Herr Fischer, hat hier in seiner Entertainer-Art mich völlig an die Wand gespielt. Unser geschätzter Freund Dr. Klaus Freitag hat vor einem Jahr im Juni 2015 hier mal Folgendes zu dem Thema von sich gegeben.
ich sag mal, wenn wir uns abschalten oder wir werden abgeschaltet, also das Weltklima retten wir nicht mehr. Genau. Also diese Blase und diese Nummer, die da immer debattiert wird, ist blöd. Ja, also ich glaube, das ist ein klarer Satz, der auch vielen Menschen in unserer Region aus der Seele spricht. Aber vielleicht fangen wir wirklich mal damit an, haben wir ein CO2-Problem oder ist es wirklich nur eine Klimalüge? Können wir das Klima verändern oder können wir vielleicht nur die Umwelt verändern? Und meine Technik ist schneller als ich. Ich habe lange gesucht, das ist laut Bundesumweltministerium die Zusammensetzung der Luft. Kohlenstoffdioxid 0,035% in der Luft und das kann man dann, oder hat das Umweltbundesamt, dann runtergerechnet, da der Mensch nur für 1,2% der vorhandenen 0,038 verantwortlich ist, sind es dann 0,00046%. Und deswegen stelle ich einfach mal die Frage in die Runde, wenn wir heute darüber reden, Vattenfall, wie geht's weiter? Diskutieren wir eigentlich da um Kaisers Bart oder geht es doch mehr um die Ziele der Herren um Al Gore, den ich letztes Jahr ja schon mal erwähnt habe, die sehr, sehr viel Geld mit Klimazertifikaten, habe ich das mal abgekürzt, man kann auch sagen CO2-Emissionszertifikathandel, verdienen. Das will ich erstmal etwas provokant in die Runde werfen, bevor wir dann dazu kommen, wie geht es mit unserer Kohle und weiter und haben unsere Kraftwerke überhaupt noch einen CO2-Ausstoß? Herr Fischer, Sie sind jetzt eigentlich erstmal aus meiner Sicht der größte Fachmann. Also an so einer Diskussion braucht man Klimapolitik, ist Klimaschutz notwendig oder nicht, an der würde ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr beteiligen wollen. Okay. Weil, ich glaube, es ist unstrittig, von ganz wenigen Positionen abgesehen. Ich sage, mach das mal ein bisschen flapsig, dass es ein Klimaproblem gibt. Ja? Und deshalb gibt es ja auch Klimaschutzziele, sowohl auf einer nationalen Ebene als auch auf einer europäischen Ebene und dann eben die globalen Abkommen. Und ich sage mal, für alle, die das nicht wissen, es gibt die auch für Brandenburg. Wir haben Ziele in Brandenburg. Und von daher ist es ein bisschen absurd, uns zu unterstellen, wir würden da irgendwie ausbüchsen wollen. Haben Sie jetzt nicht gemacht, aber machen andere. Das ist die eine Aussage. Die zweite Aussage ist, weiß nicht, wer von Ihnen, der Großteil, wenn ich mich so umgucke, hat es ja, denke ich, aktiv erlebt, die 90er Jahre, den Anfang der 90er Jahre aktiv erlebt hat. In der Zeit haben wir gerade auch in der Lausitz, aber auch in ganz Brandenburg ziemlich dramatische Einschnitte in der Industrie gehabt, in der Wirtschaft gehabt. Das war vielleicht, wenn man die Geschichte sieht, an vielen Stellen notwendig, hat aber auch einen Effekt gehabt. Es kam nämlich in ganz Ostdeutschland und auch in Brandenburg zu erheblichen CO2-Einsparungen. Wenn man sich anguckt, wie der Osten durchschnittlich CO2 eingespart hat, dann landen wir über alle ostdeutsche Länder gerechnet, ist das bei gut 38%, also gut 38%. In Brandenburg sind wir im Moment bei 32-33%. Ja. Und ganz Deutschland liegt ein Stück niedriger. Aber immer noch gut, und zwar sehr gut im europäischen Maßstab und sogar super toll im globalen Maßstab. Dass wir da sind, ganz klar, hat ein Stück weit was mit der, ich sag mal das böse Wort, Zuspitzung, mit einer zum Teil erheblichen Deindustrialisierung in Ostdeutschland nach der Wende zu tun. Das ist der Punkt. So. Und wo wir inzwischen wirklich ziemlich angepikst reagieren, und da bin ich wirklich froh, dass sozusagen, also zumindest bei Ihnen kenne ich die Position nicht, aber wenn ich jetzt in die Richtung gucke, alle, die sozusagen hier auf der Seite auch mit sitzen, da weiß ich es eben, dass die da mitgehen. Das ist, wenn wir aus westdeutschen Bundesländern, ich sag mal bewusst mal einen Namen, aus Rheinland-Pfalz, aber auch ein bisschen aus Baden-Württemberg, kluge Hinweise bekommen, ja, dass wir jetzt Kraftwerke doch mal langsam runterfahren sollten, dass wir doch mal gucken sollten, ob wir nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr CO2 im Osten einsparen sollten. Und genau diese Länder haben entweder nicht mal eigene Klimaschutzziele. Wenn sie sie haben, erreichen sie sie nicht. Baden-Württemberg hat sie gerade gestellt, ist jenseits von Gut und Böse bei seiner Zielerfüllung. Und da finden wir es ziemlich schräg, wenn wir von denen da
sag mal, so gute Ratschläge bekommen, was wir jetzt tun sollten. Ja? Damit kein falscher Eindruck entsteht, und ich glaube, da sind wir uns auch an der Stelle, ich will um Gottes Willen keine Ost-West-Debatte da aufmachen. Das wäre, glaube ich, bei Klimaschutzpolitik irgendwie sträflich und soll man auch lassen. Ja? Aber ich finde immer, wenn es im Land Brandenburg gibt, was sich Ziele gesetzt hat, die ehrgeiziger sind als die bundesdeutschen Ziele, die ehrgeiziger sind als die europäischen Ziele. Und wenn dieses Bundesland diese Ziele zum Beispiel für 2020 erreichen wird, ja, dann finde ich, soll man nicht mit dem Finger auf die zeigen und sagen, ihr müsst aber noch mehr machen. Und das ist, glaube ich, so in der im Gesamtkontext das, was man bei Klimaschutzpolitik machen muss. Ich höre jetzt mal auf, weil man muss das eigentlich in einen viel größeren Kontext stellen, weil da kommt Industriepolitik mit rein. Herr Dr. Schulze hat da, und da kommen verschiedene andere Punkte, Einspruch, die man auch beachten angemeldet, muss. Wenn ich das richtig verstanden habe? Nee, Einspruch nicht. Ich will da nur was ergänzen, was ja. Der Fischer gesagt hat. Das ist ja im Bundestag jetzt das Strommarktdesigngesetz da durchgewunken worden. Das ist ja ein Teil und da sieht man es ja. Im Rheinland bleiben die Braunkohlenkraftwerke, die Konrad Adenauer als Bundeskanzler angeschalten hat, weiter in Betrieb. Und in Kraftwerk Jenschwalde, was Anfang der 80er Jahre gebaut wurde und 1996 ertüchtigt, da war ich also Baudezernent beim Kreis und weiß, was dort passiert ist, da schalten wir zu einem Drittel ab. Und das ist aus meiner Sicht ein falscher Ansatz. Und das, was hier eingespielt wurde vom Kollegen Freitag, ist genau der Punkt. Wir können nicht Klima nur national sehen, wir müssen es international sehen. Und die Diskussion führen wir viel zu wenig. Ich hatte die Gelegenheit, in Kolumbien mir einen Steinkohlenbergbau anzugucken. Da müssen Sie sich vorstellen, das ist eine Fläche von 100.000 Hektar. 100.000 Hektar, der Tagebau Welt zu Süd hat 18.000 Hektar. Die sind nicht rekultiviert. Dort diffundiert das Methangas, das Grubengas, was in deutschen Steinkohlenbergwerken, weil sie unter der Erde sind, eingefangen wird und wirtschaftlich verwertet wird, diffundiert dort auf einer so großen Fläche nach oben. Und wir holen von Kolumbien unsere Steinkohle, die Steag, und sind stolz drauf, dass wir die eigene Steinkohle nicht mehr abbauen. Das ist also weltweiter Klimaschutz. Und ich bin jetzt dabei, mit dem Entwicklungsministerium ein Cottbuser Unternehmen dort reinzubringen, die ein bisschen Rekultivierung voranbringen wollen, denn so geht es nicht. Wenn wir Klimaschutz betreiben wollen, und das müssen wir mit Sicherheit, es gibt Veränderungen, dann muss das an allen Stellen mit gleicher Kraft passieren und nicht sich hier auf wenige Regionen in Deutschland konzentrieren. Ja, klares Statement. Jetzt haben wir uns vor einem Jahr aufgerieben quasi an diesen Zahlen. Herr Gabriel hatte da gerade Horrorzahlen, habe ich das mal genannt, reingegeben. Seit gestern, Herr Tessmer, Sie haben die Überschrift gebracht, heute, also gestern. Sie haben sie gemacht, dass die große Überschrift, deswegen habe ich gesagt, vielleicht diskutieren wir hier um Kaisers Bart inzwischen, Kohleausstieg kein Thema mehr im Klimaplan der Bundesregierung. Wie sind wir jetzt mit den ganz aktuellen Dingen, wie sehen Sie die? Haben wir uns da zu sehr heiß gemacht? Hat man jetzt die Zügel locker gemacht? Können wir jetzt alle aufatmen? Also ich, die Frage in die Runde, vielleicht sieht es aus. Ja, also ich würde mal da zumindest so weit mitgehen mit Herrn Schulz, dass ich sagen kann, also wir diskutieren darüber zu wenig, wie man es am besten angeht. Und deswegen ist es natürlich auch gut, dass jetzt so ein zweiter Entwurf, wie auch immer, zu uns in die Redaktion gelangt ist und wir darüber wieder... Wie bitte? Ich habe es akustisch nicht nochmal, bitte. Wie auch immer zu uns in die Redaktion gelangt ist und wir darüber sprechen können, weil man muss sich, denke ich, eins klar machen, wenn man einen Plan macht und man nennt eine Zahl zum Beispiel für ein Ausstiegsdatum und man unterlegt das aber mit nichts als dieser Zahl und man weiß nicht, was macht dann wer in der Region hier und wer arbeitet wie, woran, wie lange noch und macht die Leute nervös und unsicher, die hier leben und leben wollen, dann ist das nicht hilfreich. Und deswegen ist es natürlich gut, dass man jetzt nochmal eine Diskussion von vorne anfangen kann. So würde ich das jetzt mal bewerten. Also wenn ein weiterer Entwurf jetzt da ist, nicht? Also heute haben wir gesehen, an der Börse hat das vor allen Dingen E.ON und Co. gefreut. Also die Lausitz hat davon nichts gehabt. Die Börsenkurse gingen hoch. Warum gingen sie hoch? Sie haben den Zusammenhang ja dargestellt, weil die Energiewirtschaft insgesamt gesehen werden muss, auch wirklich global inzwischen. Aber auf der anderen Seite kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt nochmal anfangen können, richtig zu diskutieren.
Nicht? Also man muss. Und jetzt komme ich nochmal auf die aktuelle, vielleicht ist es auch deswegen gut, dass ausgerechnet bei der LR das wie auch immer zu Ihnen kam, aber es ist ja keine Ente. Ja? Davon gehen wir mal aus. Kann es sein, dass das zu der konkreten Frage, was kommt nach Vattenfall, die neuen Interessenten sind ja, ist ja ein tschechisches Konsortium, EPH. Weiß einer, was es heißt? Wusste ich mal, aber jetzt, das okay. Müsste ich jetzt googeln. Aber hinten steht nee. Auf jeden Fall Holding, European ja. Und so weiter. Kann es sein, dass die Entscheidung, die ja offensichtlich vakant geworden ist, ich will da gar nicht drum rumreden, dazu sind wir nicht hier, um drum rumzureden, im April in allen Zeitungen große Euphorie, jawohl, wir haben jetzt einen neuen Eigentümer, der hat sich zu allem verpflichtet, Arbeitsplätze, Sozialplan, Rekultivierung und so weiter. Im Mai hat eine regionale Zeitung geschrieben, großes Schweigen ist eingetreten. Und was dann aus meiner Sicht dazu passte, war die Absage der Führungskräfte von Vattenfall zum heutigen Abend. Wie müssen wir das verstehen? Ja, Herr Fischer, oder? Dann in der Reihenfolge, bitte. Okay, also dieser Verkaufsprozess ist eigentlich ganz einfach. Ja? Der hat mehrere Phasen. So, eine Phase ist im April offensichtlich abgeschlossen worden mit dem sogenannten Signing. Da haben die also die Verträge unterschrieben. Und das ist auch relativ breit kommuniziert worden, dass es zur Bestätigung bis zum sogenannten Closing eine Zustimmung des schwedischen Eigentümers bedarf. So. Und diese Phase läuft noch. Der schwedische Eigentümer hat sich bisher nicht geäußert. So. Er ist in der Entscheidungsfindung, so würde ich das mal sagen. Und mehr will ich dazu auch nicht sagen. So, und dass in so einer Phase die Kollegen von Vattenfall, die da jetzt Verantwortung tragen, sagen, ich möchte jetzt eigentlich ungern in einer öffentlichen Veranstaltung auftreten und Dinge sagen, die vielleicht in vier Wochen oder in drei Wochen nicht mehr wahr sind, kann ich total nachvollziehen. Dass die Kollegen von EPH sagen, hör mal zu, ich weiß noch gar nicht, wie der schwedische Eigentümer entscheidet und ich werde hier nicht irgendwelche Sachen in einer öffentlichen Veranstaltung zu Protokoll geben, die am Ende überhaupt keinen Wert haben oder wo mir unterstellt wird, ich wüsste schon was ich noch gar nicht wissen darf, kann ich auch nachvollziehen. Anders ausgedrückt, ich finde das völlig in Ordnung, dass sowohl von Vattenfall und von EPH für diese Veranstaltung hier heute, 30. Juni, keiner gekommen ist. Ich bin mir aber auch relativ sicher, auch weil die EPH-Leute bei mir längst am Tisch gesessen haben, das ist ja kein Geheimnis. Ja, wir haben natürlich darüber diskutiert, was habt ihr denn vor und wie stellt ihr euch denn die Zukunft vor und wo sind denn eure Schwerpunkte? Und so wie ich die kennengelernt habe, werden die, wenn ihr nächstes Jahr um die Zeit die Veranstaltung macht und wenn dann das Closing erfolgt ist, die angefangen haben, auch also die erste Entscheidung vorzunehmen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann sagen, nö, da wollen wir aber nicht drüber reden. Okay. Weil was sie bei uns immer klar signalisiert haben, sie sehen sich auch in einer Verantwortung für die Region. Dass sie am Ende Wirtschaft machen wollen und auch am Ende irgendwie Geld verdienen wollen. Ich meine, da nehmen wir jetzt alle... Aber nicht die Schweden, sondern die Tschechen. Ich meine die Tschechen, ja. Alles klar, Herr Christophers. Also vielleicht noch eine Ergänzung, also die Gespräche und die Kontakte oder besser gesagt die Verkaufsabsichten des schwedischen Staates, die sind ja schon seit mehreren Jahren in der öffentlichen Debatte. Und die Kontakte auch zu Vertretern von EPH laufen auch schon seit mehreren Jahren. Und insofern kann ich Herrn Fischer nur bestätigen, auch der schwedische Staat als Eigentümer wollte Geld verdienen in der Lausitz. Und er hat hier kein schlechtes Geld verdient. Die haben auch gut verdient. Letztendlich ist das, was hier an Gewinnen gemacht worden ist, eines der Gründe dafür, dass Vattenfall überhaupt in die Situation noch ist, wie es jetzt ist. Und die politische Entscheidung in Schweden, den Konzern aufzuspalten und die verlustbringenden Seiten auszugliedern, ich sag mal, was das gesamte Europageschäft betrifft, hat natürlich auch eine Ursache gehabt. Man hat schwere Managementfehler sozusagen in Europa begangen, man hat Verluste in Größenordnung eingefahren und hat natürlich die Gewinne aus der Lausitz genutzt, diese Verluste zu kompensieren. Und insofern
finde ich manche Debatten über neue Eigentümer etwas schwierig, weil ich kenne kein Unternehmen, ob Staatsunternehmen oder nicht, was in diesem Bereich tätig ist, was nicht auch Gewinne machen will. Was viel wichtiger ist, ist die Frage, unter welchen Konditionen macht es hier die Gewinne, welche Verträge gibt es, um sicherzustellen, dass Verantwortung für eine Region nicht nur postuliert wird, sondern auch tatsächlich umgesetzt wird in der Region selbst. Und welche Bereitschaft gibt es dann auch seitens eines neuen Eigentümers, hier mit der Region zusammenzuarbeiten? Und da teile ich Herrn Fischers Auffassung. Ich glaube, spätestens in einem Jahr, wenn eine Entscheidung da ist, dann werden Sie alle hier sitzen. Klaus, bitte. Ein entscheidender Punkt aus meiner Sicht ist die Planungssicherheit, die das Unternehmen braucht, egal wer der Käufer ist. Deshalb waren diese zusätzliche CO2-Abgabe auf Braunkohle und andere Vorschläge, die aus dem Wirtschafts- und Umweltministerium, insbesondere aus dem Umweltministerium des Bundes gekommen sind, nicht dienlich, den neuen oder den Interessenten da Planungssicherheit zu geben. Und deshalb finde ich, wenn das so stimmt, wir haben ja als Bundestagsabgeordnete den Klimaplan noch nicht bekommen. Ich hatte gerade eine Anfrage ans Ministerium gestellt, die haben gesagt, irgendwann in der zweiten oder dritten Septemberwoche, also wenn das stimmt, was in der Zeitung steht, dann ist das aus meiner Sicht für den neuen Eigentümer ein gewisses positives Signal, dass er also auch die Planung vorantreiben kann. Ich will hier auf noch einen Punkt hinweisen. Und ich hatte zusammen mit dem Kollegen Frese und Jorik und Kretschmer aus dem Nachbarwahlkreis ein Gespräch mit EPH. Leute, es sitzen in Welzow und in Heidemühl, in Proschim, 700-800 Leuten auf gepackten Koffern, die haben 10 Jahre lang an ihren Häusern nichts gemacht, weil sie immer gesagt bekommen haben, ihr kommt weg. Und im Bereich Schleife, Trebendorf, Rhone, Mühlrose sind es 1.800. Man muss sich mal in die Situation dieser Menschen versetzen, die nicht wissen, wie geht es jetzt weiter, mache ich noch was am Häuschen, werde ich hier bleiben. Im Bereich Schleife, die haben 85% der umzusiedelnden bereits Grundstücksvorabschlüsse getroffen. Und in der Haut dieser Menschen möchte ich nicht sitzen, so wie wir hier alle drin sind, auch nicht. Deshalb muss der neue Eigentümer, deswegen bin ich auch dafür, dass das schnell entschieden wird, das haben wir ihm sehr deutlich gesagt, er muss auch ein klares Signal geben. Wird es die beiden Tagebauerweiterungen geben? Wird es nur eine Tagebauerweiterung geben? Oder leben wir mit der Kohle, die jetzt in den beiden Teilen, also in Nochten, in Welzow und Reichwalde da ist und der Rest in Jenschwalde und dann wird kein weiteres Feld aufgeschlossen. Das ist jetzt eine sehr kritische Sache und die Bürgerinnen und Bürger, die brauchen auch persönliche Planungssicherheit, denn sie werden ja mit jedem Tag, so auch wie wir, älter und da will man ja mal überlegen, wie man seinen Lebensabend zum Schluss verbringen möchte. Herr Christopher, sollte noch was dazu? Was Sie vorhin geschildert haben mit dem, wie auch immer zu Ihnen gekommenen Exemplar, das ist des neuen Klimaschutzplanes, das nennt man bei uns immer so Straßenbahnvorlagen. Also die sind in der Straßenbahn dann so verloren gegangen. Was mich bei der Erstellung des Klimaschutzplans 2050 vollständig irritiert hat durch das Umweltministerium, das war der Kreis derjenigen Leute, die einbezogen worden sind. Also die Länder, die am meisten, ich sag mal, von einer Entscheidung betroffen wären, sind überhaupt nicht einbezogen worden in die Diskussion, was mache ich mit dem Klimaschutzplan 2050. Das wird Herr Fischer sicherlich bestätigen. Und ich finde, dass das geht genauso nicht. Und ich erinnere mich an viele energiepolitische Debatten hier, auch hier in der Region. Wenn wir damals oder heute so verfahren würden, Leute bewusst auszugrenzen, weil sie möglicherweise eine andere Meinung haben, hätte man uns zu Recht Arroganz der Macht vorgeworfen. Und ich finde, so etwas funktioniert nicht. Und insofern bin ich auch froh, dass die Diskussion jetzt nochmal aufgemacht wird, um hier, ich sag mal, möglicherweise jetzt auf einen breiteren Konsens zu stellen. Eine Bemerkung noch. Deutschland ist je nach Statistik zwischen 2,8 und 3% am weltweiten CO2-Ausstoß beteiligt. Das ist die Größenordnung, über die wir reden. 2,8 und? 2,8 bis 3% je nach Statistik. Und dann sage ich, wir müssen trotzdem die Entscheidung, die Energiewende herbeizuführen, ist politisch und gesellschaftlich getätigt. Und ich finde diesen Weg auch richtig. Worüber wir reden müssen, das sind die Instrumente, das sind die Ziele, das sind die Zeiträume, in denen es umgesetzt werden kann. Und dann sage ich an dieser Stelle auch deutlich, man muss aber aufpassen, dass, und das geht in der Politik sehr schnell, dass bestimmte industriepolitische Sachverhalte werden zu einem Symbol.
Und die Braunkohleverstromung in der Lausitz ist zu einem Symbol geworden. Und alles, was eine Symbolik hat, entzieht sich sehr schnell auch einer rationalen Debatte. Und deswegen teile ich die Auffassung, wir brauchen die klaren, wir brauchen klare Zielvorstellungen, was machen wir in Deutschland mit welchen Industriebereichen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir brauchen natürlich auch klare Aussagen zur Perspektive. Und ich habe 2014 vor der Wahl gesagt, der Neuaufschluss in Jenschwalde wird nicht kommen, weil er weder politisch noch energiewirtschaftlich durchsetzbar ist. Eine ganz andere Frage ist Welzow, da brauchen wir die stabilen Rahmenbedingungen. Und eine ganz andere Frage ist Nochten. So, auch da, sage ich mal, brauchen wir so schnell wie möglich Klarheit. Und das kann ich nur hoffen, dass es uns in dieser Frage sehr schnell gelingt. Und letzte Bemerkung zu mir, die politische Entscheidung zur Energiewende hat man mehrere Felder umfasst. Da ging es um die Energieerzeugung, da ging es um Mobilität und da ging es um Wärme. Und ich finde, wir haben in Deutschland ein riesiges Defizit, was in der Frage Mobilität betrifft und was die Frage Wärme betrifft, also Wärmemarkt betrifft. Das ist fast gar nicht im offiziellen Fokus oder in der politischen Debatte. Und das finde ich schade, weil der Wärmemarkt beispielsweise bietet die größten Potenziale, um CO2-Einsparungen tatsächlich zu realisieren. Und das wird eine Aufgabe sein, die wir in der Diskussion um die neue Vorlage dann tatsächlich versuchen müssen, hier einzuspeisen. Vielen Dank, Herr Christophers. Mit diesen schon fast abschließenden Statement von Herrn Christophers verabschieden wir uns jetzt in die Pause. Unser Pianist begleitet uns 10 Minuten, meine Damen und Herren, äußerlich und innerlich erfrischen. Und dann geht's hier frisch weiter. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, meine lieben Gäste, die Scheinwerfer sind für uns etwas runtergedreht und die Tür zu unserem wunderschönen Biergarten ist offen, sodass wir für Sie nicht zu sehr transpirieren. Hier vorne, wir haben ja noch zwei
Themen vor uns, die auch sehr spannend sind und auch optimistisch sind, in die Zukunft weisen. Ich nehme mal einfach mit dieses Thema, Herr Oliver Hauerstein, und einige haben es auch gesagt, auch Sie, wird uns weiter beschäftigen, unsere Kohle, unsere Kraftwerke, unsere Arbeitsplätze, unsere Zukunft. Und die Bundesregierung gibt uns jetzt erstmal so ein bisschen mehr Luft zum Atmen, so würde ich das mal sagen, ganz optimistisch. Und dann müssen wir uns da reinarbeiten vielleicht. Herr Fischer, kann man das so sagen? Alles ein bisschen präzisieren und es zu einem, keine Prognosen. Zu einem guten, ich will Sie gar nicht, lassen Sie mich doch quatschen, dafür bin ich ja hier. Ja, und mich kann auch keiner mehr bestrafen. So, das ist das Beste, wenn man Unruheständler ist, Karin. Ne? Gut. Ja, meine Damen und Herren, unser optimistisches Thema, also aus meiner Sicht jedenfalls, denn ich wohne nicht so weit davon entfernt, ist unser Ostsee, nicht die, sondern der Ostsee. Laut der Rundschau von gestern, Cottbus sucht die Ostsee-Idee. Ja? Und dazu haben wir wieder unseren Dr. Klaus Freitag vom letzten Jahr. Der hat da etwas sehr Griffiges gesagt. Du hast zum Stichwort Ostsee mir ein Versprechen gegeben zum Scheunentalk im Jahr 2023. Anbaden. Ja. Anbaden. Da unten hier, wir haben hier schon mit dem Sportbund hier, das ist alles schon klar, Regattastrecke ist abgesteckt, Badestelle, Handtücher werden, wer bringt Energie Cottbus mit, genau. Fußbälle auch und so und ich die Trillerpfeife und als Beamter natürlich Hosenträger und Schwimmring. Ja. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben Dr. Klaus Freitag verstanden. Anbaden, hat der gesagt. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es nicht im Jahr 2023 oder sondern 2024 ist. Aber er hat uns hier versprochen, da machen wir Scheunentalk am Strand des Ostsees. Übrigens mit Handtüchern von Energie, ja, oder sowas. Ja, also unser Ostsee, er soll sich entwickeln, er soll wachsen. Ich hoffe, das Schema ist einigermaßen, hilft uns einigermaßen dabei herauszufinden, worüber wir reden. Ja, ich hatte ja etwas provokant gesagt, Zukunft oder Spinnerei. Und jetzt frage ich wieder zuerst Sie, was sagen Sie denn zu der Prognose Ihres Mitstreiters? Also zuerst muss ich ja sagen, dass mein Mitstreiter, der war ja damals Präsident des Landesbergamtes und ist jetzt, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, Abteilungsleiter Energie bei mir im Haus. Und, Ministerialdirigent, ja, hat er Ministerialdirigent, mir gesagt. Ja, Ministerialdirigent. Wen dirigiert er da? Seine Abteilung, hoffe ich jedenfalls. Okay. Also es gibt ja den berühmten Witz, den ja alle kennen, der auf verschiedenste Art und Weise immer wieder angewendet wird. Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Also ich hoffe aber, er macht das gut. Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass er es gut macht. So, jetzt aber zu der ernsthaften Frage mit dem Ostsee. Also klar ist aus meiner Sicht, es wird diesen See geben. Das ist für mich ziemlich klar. Das weiß auch die Region und zwar nicht erst seit gestern. Es ist seit ungefähr 20 Jahren bekannt, dass der Tagebau Cottbus Nord, ist das glaube ich gewesen, ja, Cottbus Nord, dass der Ende 2015 ausgekohlt ist und dann geschlossen wird. Und es ist Herr Fischer, auch Entschuldigung, vielleicht kann die Technik nochmal das Schema einspielen, Fabian? Dass wir das dann auch, dass wir es einfach jetzt drauf lassen, dass ja, wir wissen, klar, worüber wir reden. So, also das ist bekannt, dass das so ist. Es ist auch bekannt, dass daraus am Ende ein Tagebau See werden soll. Das war auch klar. So. Was auch klar ist, dass für die Herstellung dieses Sees als See, das wird, wenn er fertig ist, glaube ich, der größte Binnensee in, zumindest in Brandenburg sein, mit 1900 Hektar, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also schon ein ziemlich großer See. Dass 19.000 Hektar. Dass dieser See, den herzustellen, das ist die Aufgabe des ehemaligen Tagebaubetreibers ist. Also Vattenfall. Und um auch der Frage, die vielleicht von irgendwo kommt, schon sicherheitshalber vorzubeugen, die haben auch die Rückstellungen dafür und die werden das auch machen. So, und jetzt kommt aber das Problem oder die Herausforderung, um es mal positiver zu formulieren.
ich glaube, die Cottbusser sind am Ende nicht wirklich glücklich, wenn da einfach nur ein See ist. Und deswegen war ich dem vormaligen OB sehr dankbar, dass er schon vor einiger Zeit in der damaligen interministeriellen Arbeitsgruppe, die sich mit allem Möglichen beschäftigt, insbesondere aber mit regionalen Wachstumskernen in Brandenburg, sehr frühzeitig darauf hingewiesen hat, dass da ein See entsteht und dass wir uns mal gemeinsam überlegen sollten, was denn um diesen See herum möglich ist. So. Ich gebe zu, Frank Schimanski kann das sicherlich bestätigen, dass wir von unserer Seite, Ministerialseite, schon auch immer ein bisschen gequält und genervt haben und gesagt haben, denkt euch keine Luftschlösser aus, macht was, was realistisch ist, macht was, was finanzierbar ist, weil Vattenfall wird den See bezahlen, aber nicht die Infrastruktur ringsherum. Und wir werden irgendwas Vernünftiges finden müssen, um A, die Finanzierung hinzubekommen, aber die Grundlage dafür ist B, ein vernünftiges Konzept. Das ist inzwischen, Marietta Schoppe weiß das, weiter diskutiert worden zwischen den Ressorts. Und ich glaube, die entscheidende Stelle, die jetzt ansteht, ist, in den nächsten Wochen und Monaten dieses Grobkonzept, was vorliegt, jetzt weiter zu verfeinern. Meinen Sie jetzt dieses 140 Seiten Potenzialanalyse, meine ich? Also ich kenne keine Potenzialanalyse. Ich kenne wahrscheinlich eine Kurzversion davon, die sich aus einer Präsentation zusammensetzt. Und ich gehe mal fest davon aus, und Sie Kopfnicken, dass die Kurzpräsentation, die ich kenne, sich darauf bezieht. Mein Punkt war, weiter konkretisieren, weiter auf das Machbare konzentrieren und mit den beteiligten Ressorts zusammen überlegen, was man wie, wann, in welchen Zeitfolgen finanziert bekommen kann. Richtig ist auch, der See wird irgendwann ja begonnen zu fluten. Ja. Und bis dahin muss man zumindest ein paar Grunddinge, die dann nämlich, wenn er geflutet ist, unter Wasser steht, ja, möglichst schon erledigt haben. Und ich glaube, so, wenn ich meine Leute da richtig verstanden habe, ist auch die Diskussion gelaufen und so ist auch die Planung in den Arbeitsschritten im Moment. Also nochmal ganz klar die Abgrenzung, weil jetzt viele sicher dieses oder die Zusammenfassung in der Lausitzer Rundschau, das war ja auch gerade erst, glaube ich, gestern, ja? Gestern. Oder heute. Was eben alles an wunderschönen Sachen dargestellt wurde. Stadt- und Wassersporthafen, schwimmende Architektur, Rundweg, Wohnen, Feriendörfer und so weiter. Das ist natürlich nicht Sache von Vattenfall oder EPH. Aber erstmal zur Basis. Zuerst sind ja Befestigungs- und Erdarbeiten notwendig. Das läuft ja gerade. Da gibt es Kritiker, die sagen, kann die in der Zeit gar nicht schaffen. Wer kann dazu was sagen? Herr Christoph, was? Also ich sage jetzt nur mal, ich bin gar kein Kritiker, aber da gibt es ja welche, die sagen, wird alles nicht und Wasser reicht nicht und so weiter. Also ich glaube, dass der Ostsee eine Reihe von Besonderheiten aufweist. Es sind alle rechtlichen Voraussetzungen zur Flutung geschaffen. Alle Pläne sind genehmigt. Damit verbunden ist natürlich auch, dass das Profil des Sees sowohl vom Grunde als auch am Ufer bereits jetzt gefertigt wird. Das ist also bestätigt. Wenn Sie das nochmal einblenden könnten. Ja, bitte nochmal einblenden. Da, wo die grüne Fläche ist, sage ich mal, sehen Sie, dass da unter anderem auch Inseln aufgeschüttet werden. Das ist alles schon vorbereitet, vorgefahren, sage ich mal. Dazu gibt es die notwendigen Regelungen, die alle bestätigt worden sind, das aufzubauen. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode bis 2014, haben wir in der Lausitz mehrere 10.000 Hektar sperren müssen, wegen Rutschungsgefahr. Rutschungsgefahr, die daraus entstanden ist, dass der Wiederanstieg des Grundwassers in den Modellen der 90er Jahre schlicht und ergreifend nicht richtig berechnet gewesen ist. Das ist kein Vorwurf, sondern das ist etwas, was dem damaligen Kenntnisstand entsprochen hat. Bei dem See, und ich war zusammen mit Kollegen Löhr, der ja auch im Publikum liegt, vor wenigen Tagen, sowohl bei Vattenfall als auch bei der Flutungszentrale der LMBV, ist das auszuschließen. Weil hier ein Teil gewachsene Böschung ist und ein Teil der Böschung mit den Maßnahmen und Instrumenten befestigt worden ist, die jetzt sowieso schon greifen. Also insofern sehe ich dort keine Rutschungsgefahr. Es gibt eine Besonderheit, die grüne Fläche oder ein Teil der grünen Fläche gehört der LMBV. Und die Zusammenarbeit zwischen Vattenfall und der LMBV ist bei der Herstellung der Ostsee, ich sag mal, ausgezeichnet, um das auch mal so deutlich zu sagen.
Und die Flutungsbereitschaft wird 2017 wahrscheinlich hergestellt worden sein. Und ich gehe wirklich davon aus, dass man 2023 dann auch da baden kann. Wenn ich mir vielleicht nochmal die Gelegenheit erlauben darf, die Tatsache, dass hier die LMBV mit eine Rolle spielt, mit einem bestimmten Anteil, macht nochmal auf einen Sachverhalt deutlich. Wir sind ja mit dem Bund in Verhandlungen über das Nachfolgeabkommen zur Braunkohlesanierung. Und das stockt. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur eine Brandenburger Angelegenheit ist, es ist von Sachsen und von Thüringen und von Sachsen-Anhalt. Also es ist ein gleiches Anliegen. Und um sicherzustellen, dass wir den Strukturwandel in der Lausitz wirklich hinkriegen und damit auch die Bergbaufolgelandschaften wirklich sanieren, ist es schlicht und ergreifend dringend notwendig, nicht nur Vattenfall als aktiver Bergbaubetreiber, ich sag mal hier, weiter im Boot zu haben, sondern auch mit dem Bund dieses Bergbaufolgesanierungsabkommen endlich neu abzuschließen, weil das läuft 2017 aus. Und das finanziert eine ganze Reihe von Rekultivierungsmaßnahmen, die wir hier in der Lausitz haben. Und das ist eine politische Aufgabe, von der ich hoffe, dass wir sie noch vor der Bundestagswahl wirklich geklärt kriegen, weil 2017 ist nicht mehr lang hin. Und insofern ist hier dringender Handlungsbedarf. Aber wie gesagt, was Rutschungsgefahr betrifft, glaube ich nicht, dass hier ein Problem auftreten wird. Dr. Schulze, wollte das ergänzen? Also das, was Herr Christophers bezüglich des nächsten Verwaltungsabkommens gesagt hat, ist in der Tat so. Ich habe also im Oktober letzten Jahres da Signale bekommen, bin dann aktiv geworden, inzwischen meine Kollegen hier aus der Lausitz auch. Da gibt es einen Unterabteilungsleiter, der den neuen Chefs bestimmte Dinge erzählt hat. Da nahm ich an, das wird ein ganz junger Mann sein. Der will noch im Finanzministerium ganz nach oben. Als ich den dann persönlich kennengelernt habe, habe ich festgestellt, er steht also kurz vor der Pensionierung. Da sind Dinge in der Tat nicht so rübergebracht worden, wie die tatsächlich laufen. Auch das Thema, was wir hier schon in der Pause besprochen haben mit Herrn Hoffmann, das Thema braune Eisenoxidbelastung der Spree, da spielt er da ganz entscheidend mit rein. Wir sind zweimal beim Staatssekretär gewesen. Inzwischen gab es ein Gespräch mit den Landesministern. Es wird, ich glaube, in 14 Tagen das nächste geben. Es ist auf einem besseren Weg als noch im Herbst oder im Winter. Ich habe noch nie gesagt, es ist ein guter Weg, es ist ein besserer Weg. Und natürlich, und das muss ich dann sozusagen als Bundespolitiker, der ich nun mal auch bin, mit berücksichtigen, der Paragraph 5, der also regelt, tut er noch nichts, da steht aber drin, dass die Liegenschaften, die in Ordnung gebracht worden sind, von den Ländern irgendwann zu übernehmen sind. Und da ist bisher in der Vergangenheit wenig passiert. Und da sagt natürlich der Bund, also wenn ich jetzt einen See ordentlich saniert habe, das Ufer ist stabil, jetzt müsst ihr euch bekennen, liebe Sachsen oder Sachsen-Anhaltiner oder Brandenburger, wir übernehmen jetzt den See. Also das muss auch als Gegenleistung kommen. Und ich glaube, deshalb macht der Bund da auch ein bisschen Druck. Außerdem wissen wir ja alle, wie unser Herr Finanzminister ist. Der gibt möglichst wenig Geld aus, der schwimmt immer sorbisch, also er kommt ja auch aus Schwaben, die sind ja auch sehr sparsam. Und der will natürlich möglichst wenig Geld in diesen Topf reinstecken, aber der politische Druck ist inzwischen von den beiden Regierungsparteien so groß geworden, von den regionalen Abgeordneten, aber auch darüber hinaus. Unsere beiden Ministerpräsidenten, also Woidke und Tillich, haben sich dort stark mit eingebracht. Ich denke, da ist jetzt Bewegung und das wird hoffentlich zum guten Ende kommen. Und vor der Bundestagswahl. Die Mitarbeiter bei der LMBV brauchen ja auch Planungssicherheit. Wie geht's genau, weiter? Genau. Zu meiner Linken gibt es heftige Worte. Ja. Grundsätzlich Zustimmung zur Einschätzung bei der Situation, aber zu dem Paragraph 5, da muss man noch einen Satz sagen. Ja? Also ich mache das mal an einem schönen Beispiel fest. Ne? Ich war kürzlich mal in Lauchhammer gewesen, da sind diese Horizontalbrunnen eingerichtet worden. Ja? Also da geht es um die, sozusagen, das Wasser unten hält oder mit der Grundwasserspiegel nicht ansteigt, weil das dann logischerweise Folgen für Straßen, für Bauten oben drauf hat. So. Diese Brunnen hat die LMBV aus Mitteln des Verwaltungsabkommens gebaut. Die stehen da jetzt. Das sind, glaube ich, sieben Stück müssen das sein. So, diese Brunnen werden weiter betrieben. Und die Frage beim Paragraph 5 ist nicht, einen See einfach mal zu übernehmen, sondern die Frage ist, wer bezahlt es eigentlich, wenn die LMBV das da gebaut hat, die Kommune, der Landkreis, wer auch immer, die Horizontalbrunnen übernimmt und pro Jahr eine nicht unerhebliche Summe an Geld aufwenden muss,
um diese Brunnen zu betreiben. Jetzt könnte man sagen, lass das doch im Jahr 10.000, 20.000, 30.000 Euro sein, vielleicht sind es doch 100.000, keine Ahnung. Ja? Aber wir reden nicht über 3 Jahre. Wir reden über einen Zeitraum, der sich vielleicht über 20, 25 Jahre hinzieht. Und deswegen sperren sich die Länder im Moment und sagen, hör mal zu, mal so locker zu sagen, wir übernehmen da mal das, was jetzt fertig saniert ist, das geht mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass der Paragraph 5 am Ende gar nicht der Ausgangspunkt für den Bund war, da geht es eher um andere Geschichten. Aber beim 5er muss man sehr, sehr vorsichtig sein, einfach zu sagen, das sollen die Länder jetzt mal machen oder die Kommunen. Frau Dr. Münch, wollte noch was sagen? Ich würde jetzt gerne mal gern zurückkommen in die Region. Ich meine, diese Rutschungen, wer Lausitzer Rundschau liest, weiß, was los ist. Heute stand ja auch wieder drin, dass in Nochten eben es eine weitere Rutschung auch gegeben hat. Und das zeigt eben, wie notwendig es ist, tatsächlich auch Forschung zu betreiben. Ursachenforschung eben zu überlegen, welche Modelle passen zu dem, was dort passiert. Das hat ja auch die Wissenschaftler überrascht, also die Geschwindigkeit des Grundwasseranstiegs. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir unsere BTU Cottbus-Senftenberg hier ja auch haben, die diese Wasserlehrstühle auch hat und hier mit unterstützt. Also das ist ganz wichtig. Aber nochmal zurück zum Ostsee. Dieses Bild, was Sie gezeigt haben, Sie haben ja auch gesagt, positive Zukunftsperspektiven, das ist ja für Cottbus eine ganz wunderbare Perspektive. Und man lebt hier schon so ewig damit und man gewöhnt sich dran, dass jeder sagt, da kommt irgendwas. Aber so richtig vorstellen kann sich das eigentlich noch keiner. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass Marietta Zschoppe hier jetzt dieses Potenzial, diese Potenzialanalyse vorlegt. Denn dadurch wird das Stück für Stück der See griffiger. Und ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass Cottbus einfach merkt, hier passiert was. Und dass man sich überlegt, was kann man da machen? Soll man da Wassersport machen? Kann man da Segelclub machen? Wie viele Liegeplätze brauche ich denn da später mal? Gibt's dort für, kann ich endlich vielleicht mal auch rudern in Cottbus? Ja, da gibt es da eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Motorboote dann? Nein. Gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Motorboote? Gut. Oh, das muss man ja drüber reden, ob das so gut ist, wenn die da durchrasen. Nein, ich denke, es ist einfach an der Zeit, dass wir anfangen, dieses Thema uns mal vorstellen zu können. Und das war klasse, was Klaus Freitag vorhin gesagt hat, da gehen wir anbaden, da nehmen wir uns die Badelaken und gehen dort alle an den Strand. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass dieser Prozess jetzt mal in Gang kommt. Wir wollen ja auch einen Ostseemanager dazu haben, wir wollen Öffentlichkeitsarbeit machen, die Bevölkerung beteiligen, damit es einfach griffig wird. Denn das ist, glaube ich, für gerade für diese Region auch ein sehr, sehr schönes Zukunftsprojekt. Vielen Dank nochmal für Ihr Statement. Ja, vielleicht nochmal dazu. Herr Hohenstein, erstmal die letzte Wortmeldung zum Ostsee, genau, ganz weil kurz. Wir haben ja noch so ein richtiges Knallthema. Sie haben das so schön eingeleitet mit der Schlagzeile, die man fast singen kann aus der Lausitzer Rundschau, mit der Ostsee-Idee. Nicht? Es ist halt im Moment nur eine Idee und der Punkt ist auch nicht hier, was der Bund zahlt und so weiter, sondern wie ich Frau Zschoppe richtig verstanden habe, das ist ein kommunales Gewässer. Und Cottbus hat das Geld schlicht nicht für diese ganzen Ideen. Und meine Kollegin Peggy Kompala hat es ja heute auch entsprechend kommentiert. Die Ideen sind alle schön und alle waren beteiligt. Aber was ist denn das Besondere? Und wie will denn dieser Ostsee bestehen in einer Region, die auch zum Teil schon von Tourismus ganz gut lebt, wie das Seenland, wie der Spreewald? Wo ist da der Effekt? Also nur Geld reintun ist schwierig für unsere Region. Es muss auch irgendjemand da was verdienen. Wir wollen jetzt nicht mit den Sesseln 2024 mit Herrn Freitag da im Sand stehen und da ist kein Café, da ist keine Pier, da ist kein Anleger oder sowas. Und wir kriegen nichts zu trinken. Genau, und da kann man nicht hinfahren, außer durch den Wald, über die alten Gleise, die da noch zum Teil liegen. Und auf der anderen Seite finde ich, da kann man schon was draus machen. Und das ist eben entscheidend, dass man es jetzt auch mal macht. Nicht? Man redet seit 20 Jahren darüber. Und jetzt ist auch wichtig, dass man machbare Dinge tut. Also wir haben neulich, Frau Zschoppe und ich haben zusammen mit Herrn Kuhn auch schon mal darüber diskutiert, der die IBA hierher geholt hat und der wirklich gesagt hat, es muss mit Cottbus was zu tun haben. Und ich meine, das ist der Cottbusser Ostsee. Und irgendwie, wenn man das nicht schafft, Stadt und See zu verbinden, dann können Sie das alles vergessen. Ja. Eine wunderbare Überleitung eigentlich, das mal zum Thema Kreisgebietsreform, aber ich würde das mal so abschließen mit unserem Ostsee. Wenn wir uns darüber einig sind, dass es kein Flughafen Schönefeld wird, dann könnten wir die Ostsee-Diskussion für heute erstmal beenden. Wir setzen es ja fort, in einem Jahr sind wir auch da. Wieder schlauer und niemand wird Klaus Freitag und mir die Ohren abreißen, wenn wir nicht 2023, sondern vielleicht 2024 oder 2025 am Ostsee sitzen. Wichtig ist, dass wir solche ja schon Posse-Spiele, wie sie in der ganzen Welt inzwischen bekannt sind, zum Flughafen in Berlin hier nicht erleben werden. Und da wollen wir alle dran mitarbeiten. Und weil Sie gerade sagten, Cottbus,
Das ist dann der Auftakt zum letzten Thema heute, zu unserer Kreisgebietsreform. Denn das ist dann die Frage, weil Sie sagen, Cottbus, das ist der Cottbuser Ostsee und das ist eine kommunale Aufgabe, vor allen Dingen dann alles drumherum in Ordnung zu bringen. Und da ist eben die Frage, wird das dann im Jahr, ich sage jetzt mal 2024, Cottbus als kreisfreie Stadt sein oder wird das Cottbus als große Kreisstadt, heißt das dann, glaube ich, sein? Und nee, die gibt es nur in Sachsen. Gut, okay, dann sagen wir Kreisstadt. Da haben wir auch einige Landkarten, die uns CLR zur Verfügung gestellt hat. Und ich würde jetzt hier als erstes Frau Dr. Münch bitten, nochmal Ihr Statement. Wir haben leider Ihre Variante, die gibt es als Karte noch nicht. Aber es gibt eine Variante 1, 2 und dann haben wir noch die Variante 3 und 4. Das sind also jeweils zwei Riesenkreise. Die alte Bezirkskarte hätte man noch hängen können. Ne? Okay, und dann gibt's haben wir noch die Variante 3 und 4. Vielleicht können wir die einspielen, genau. Das sind dann also jeweils drei etwas kleinere. Und jetzt haben Sie ja eigentlich einen anderen Vorschlag, sprich Anbindung mit LDS an den sogenannten Speckgürtel und Cottbus als Kreisstadt vorgeschlagen und sind dafür sehr heftig attackiert worden. Natürlich in erster Linie von ihren politischen Gegnern, aber auch aus den eigenen Reihen. Was ich dabei etwas, oder auch die Bevölkerung etwas komisch fand, ist, dass dann die am meisten dagegen sind, die es dann nicht mehr geben wird. Deswegen habe ich gesagt, gibt da den schönen Spruch von dem Teich und den Fröschen. Und es sind eigentlich nur Frösche nach Potsdam gezogen, oder sehe ich das nicht richtig? Na gut, Sie wissen, was ich meine. Ja, dazu möchte ich mich jetzt aber erstmal gar nicht äußern zu den Fröschen. Ja, also ich möchte einfach nur noch mal kurz ausholen. Ich glaube, wir alle in Cottbus würden uns wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Dass Cottbus kreisfrei bleibt und dass Cottbus blüht und wächst und die ganzen Bedingungen erfüllt, die wir brauchen, um hier wirklich perspektivisch selbstständig zu sein und eben all das uns leisten zu können, was wir uns auch leisten wollen. Die Realität zeigt uns aber, dass es nicht so ist. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir sind hoch verschuldet und wir wissen auch, dass für das ganze Land, was die Demografie betrifft, sich etwas verändern muss, um zukunftsfähig zu sein für 2030. Das ist ja unsere Zielzahl, die wir hier und heute haben. Und wir haben lange versucht, mit der Argumentation, dass Cottbus und Potsdam kreisfreie Städte bleiben, hier tatsächlich auch für Mehrheiten zu kämpfen. Aber Sie wissen, dieser Beschluss wird im Landtag gefasst. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die überwältigende Mehrheit der Regierungskoalition das so nicht mitträgt. Die kreisfreien Städte, und das sind ja auch noch Brandenburg und Frankfurt, sind hochgradig verschuldet und sind nicht mehr in der Lage, aus eigener Kraft sich diese Selbstständigkeit auch zu erhalten. Und deswegen gibt es eben diesen Vorschlag der Straffung der Verwaltung und der Einkreisung der großen Städte. Ziel muss aber immer sein, dass die großen Städte, und das, ich spreche jetzt mal nur von Cottbus, dass Cottbus gestärkt wird perspektivisch, dass Cottbus eben in der Lage sein wird, seine Aufgaben selbst zu erfüllen und dass Lasten abgenommen werden, für die im Moment nicht ausreichend Geld da ist, also beispielsweise die vielen Kosten aus dem sozialen Bereich, aus dem Jugendbereich und Ähnlichem, die würden auf einen größeren Kreis vertreten. Und ich bin ja in die Politik gegangen, nicht um meine Maximalforderungen durchsetzen zu können, sondern um Kompromisse zu finden, mit denen alle leben können. Und deswegen, ich gehe auch davon aus, dass dieser Beschluss zur Einkreisung der großen Städte, dass der zusammen mit dem Leitbild jetzt im Juli eine Mehrheit finden wird. Und da nützt es doch nichts zu sagen, ich will aber um jeden Preis kreisfrei bleiben, wenn ich gar nicht die Möglichkeiten habe, dieses Ziel zu erreichen, sondern man muss sich mir überlegen, wenn es schon so sein muss, was muss passieren, damit Cottbus gestärkt aus diesem Prozess herausgeht. Und dann muss ich darüber diskutieren, wie soll denn diese künftige Struktur aussehen. Das, was in der Presse auch stand, die ganzen Berechnungen vom Finanzdezernenten, die beruhen ja darauf, dass Cottbus und Spree-Neiße gemeinsam ein Kreis werden. Aber wenn ich zwei Arme zusammenstecke, wird daraus kein Reicher. Und das Gleiche gilt ja auch, wenn ich das Ganze erweitere, das ist die Variante 3, das ist der OSL-Kreis mit dazu. Deswegen, wenn ich mir schon überlegen muss, hier neue Strukturen zu schneiden, ist selbstverständlich, dass Cottbus Kreisstadt, das Oberzentrum bleibt in der ganzen Region. Und dann macht es ja Sinn, das Cottbus an einen Kreis anzudocken, der
entlang der Richtung Berlin geht, der zum Speckgürtel geht, dem es wirtschaftlich gut geht, dann erübrigt sich nämlich auch die Diskussion mit der Kreisumlage. Dann wird die Kreisumlage so sein, dass ich perspektivisch mit allen davon auch werde leben können. Natürlich würden wir Spree-Neiße in dieser Variante auch mitnehmen und würden ihn mit dem Dahme-Spreewald-Kreis verschmelzen. Im Moment der Leitbildbeschluss, der im Landtag gefasst wird. Das, wenn wir jetzt mal uns das so denken, das Gelbe mit dem im Nord, mit dem Orangenen im Norden liegenden, beispielsweise. Man muss diese Varianten rechnen, man muss miteinander sprechen und in die Diskussion kommen. Sich nur zu versteifen und zu sagen, ich will aber auf gar keinen Fall, das ist überhaupt keine Lösung und das ist auch keine politische Haltung. Wir Politiker sind ja in unsere Ämter gekommen, um Dinge auszuloten und um Machbares möglich zu machen. Und deswegen müssen wir miteinander reden. Und der Anschluss an den Dahme-Spreewald-Kreis würde Vorteile bringen, weil ja die Verkehrstrassen laufen ja in die gleiche Richtung. Wir haben die Autobahn Richtung Berlin, wir haben die Zugtrasse bis Königs Wusterhausen, wir haben schon jetzt entsprechend andere Einrichtungen, also die Justiz- und Polizeibereiche, die ähnlich geschnitten sind. Insofern macht es durchaus sehr viel Sinn, darüber nachzudenken, wäre das nicht eine gute Lösung. Was im Moment wohl auch favorisiert ist, wobei das Ministerium ist am Prüfen, es gibt noch keinen Variantenplan, keinen, der bestätigt wird, ist diese gelbe Lösung Variante 3, die wir derzeit haben. Dafür habe ich auch viel Sympathie. Der Oberspreewaldkreis, OSL-Kreis und Spree-Neiße und Cottbus sind gemeinsam Bergbauregionen. Da ist eine große gemeinsame Tradition auch da. Nur ist es schwierig, weil wir abgeschnitten sind dann vom Berliner Speckgürtel. Und wir wollen ja perspektivisch Wirtschaft in die Region holen. Wir wollen neue Arbeitsplätze schaffen und es soll ja wir wollen ja wachsen und wir wollen ja tatsächlich Anteil haben an dem Wohlstand, der vom Speckgürtel auch ausgehen wird. Und das wird schwierig, denn dann muss ich natürlich wieder um Kreisumlage rechnen und ähnliches. Und der Flughafen wäre in diesem Kreis. Ja, der Flughafen ist sowieso so ein Wachstumsmotor auch für unsere Region, weil er natürlich von uns aus sehr viel leichter zu erreichen ist als Tegel. Insofern geht es darum, sich zu öffnen, darüber zu sprechen, wie kann Cottbus gestärkt werden. Da gibt es ganz viele Vorschläge, das will ich jetzt nicht im Detail ausführen, was auch Kulturfinanzierung und Ähnliches betrifft und Entlastung und Einwohnerveredelung. Das ist ja eine Fachleute-Diskussion, die ist ja kaum nachvollziehbar. Aber man muss einfach überlegen, wenn wir hier unser Land in neue Kreise schneiden, um tatsächlich auch in 2030 noch vernünftige Strukturen zu haben, was sind dann die besten Lösungen? Nur darum geht es. Also man merkt schon, wie Sie da brennen, wie Sie da wirklich engagiert sind. Reden. Aber hier rechts hat sich wahrscheinlich eine andere Meinung gemeldet. Dr. Schulze, bitteschön. Wir haben regelmäßig in dem Präsidium des Städte- und Gemeindebundes den Ministerpräsidenten eingeladen und der Vorgänger von Herrn Woidke war das letzte Mal, als ich da war, Matthias Glatzig uns klipp und klar gesagt, eine Kreisgebietsreform wird es mit ihm vor 2025, 2030 nicht geben, weil erstmal die Identität in den neuen Kreisen entstehen muss. So sind wir im Präsidium auch auseinandergegangen. Wir haben in Deutschland 295 Landkreise, 141 haben deutlich unter 150.000 Einwohner, das ist unser Richtwert, und von den 141 sind um die 40 kleiner als 100.000 Einwohner. Was Sie in Cottbus besonders interessiert, es gibt 108 kreisfreie Städte in Deutschland, davon sind 40 deutlich kleiner als 100.000 und davon 17 unter 50.000. Die kleinste kreisfreie Stadt ist Zweibrücken, auch nicht gerade in einem reichen Bundesland mit 32.000 Einwohnern. Also die Diskussion wegen der Bevölkerung, auch vor der demografischen Entwicklung, die halte ich nicht für realistisch. Der Hintergrund ist ein anderer. Das ist die Finanzausstattung. Die Finanzausstattung der Kommunen, der Landkreise und der kreisfreien Städte in den letzten 20 Jahren ist unzureichend. Da hat der Kollege Schimanski, seine Vorgängerin und der jetzige OB das ja auch nachgewiesen. Schröder stellt sich hin und sagt, die Landkreise sind nicht so hoch verschuldet wie die kreisfreien Städte. Herr Schröder ist der Innenminister. Der war ja selbst mal Landrat. Na klar sind die nicht so hoch verschuldet. Als ich Bürgermeister in Spremberg wurde, haben wir 6,5 Millionen Euro Kreisumlage gezahlt. Dann hat das Innenministerium dem Landrat die Daumenschrauben angelegt und haben wir 13 Millionen bezahlt. Für die gleiche Leistung ist die Kreisumlage verdoppelt worden. Damit stehen fast alle Landkreise in Brandenburg finanziell deutlich besser da als Cottbus, Frankfurt, Brandenburg und Potsdam. Potsdam sieht man bloß die Schulden nicht, weil sie auf ihre vielen Gesellschaften verteilt haben. Die Stadt Cottbus hatte keine Kreisumlage zu erheben und eine Ortsteilumlage gibt es nicht. Die mussten an den Bürger ran, da bis zu einer bestimmten Grenze sind die Gewerbesteuererhebesätze und die Grundsteuererhebesätze erhöht worden, aber ging es nicht weiter.
Und jetzt zu sagen, wir machen, Sie haben es ja angedeutet, Frau Ministerin hat gesagt, wir wollen die Lasten auf mehr Schultern verteilen. Das wird dazu führen, dass die Kommunen, ob das nun Spree-Neiße ist oder Potsdam-Mittelberg oder Havelland, je nachdem, wo Brandenburg hingeht, durch eine höhere Kreisumlage die Kosten insgesamt abdecken wird. Wir kriegen nicht mehr Geld. Wenn man eine Kreisgebietsreform macht und sagt vorneweg, ich mache das Finanzausgleichsgesetz neu, wir kriegen zurzeit 20% aller Steuereinnahmen, die das Land bekommt, ist das, was im kommunalen Topf drin ist. Dann gibt uns doch 23%. Dann ist das für alle auskömmlich. Aber das funktioniert nicht. Ich persönlich habe ich bin ja jetzt auch Kreistagsabgeordneter, wirklich Angst, dass wir eine Kreisumlage von 50 plus X haben, die dazu führen wird, dass weder Gum, Spremberg noch Kolkwitz im Freiwilligenbereich was machen können und wir gerade so die Finanzen für den Pflichtteil aufbringen können. Und davor habe ich wirklich Angst. Und jetzt komme ich zu dem, was Sie angesprochen haben. Ich habe mich mit Frank auch schon mal unterhalten. Ich habe auch schon im Kreistag gesagt, wenn es zu einer Fusion kommt, dann kann es für uns nur einen einzigen Partner geben und das ist Dahme-Spreewald. Das würde dem Land nichts kosten, so ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Dahme-Spreewald hat pro Einwohner 1.300 Euro Steuereinnahmen, OSL hat pro Einwohner 550 Euro Steuereinnahmen und Spree-Neiße hat um die 700. Also wenn man wirklich dann sagt, wir machen unterstützen den Strukturwandel, wir wollen, dass ein starkes Gebilde entsteht, sage ich, Cottbus bleibt kreisfrei, wir bauen die Kooperation aus, bestimmte Aufgaben machen wir schon gemeinsam und Spree-Neiße und Dahme-Spreewald wären ein Kreis. Das wäre mein Vorschlag, der finanziell die das günstigste Variante der wäre. Der Vorschlag, den der Spremberger Bundestagsabgeordnete Dr. Schulze hier, wenn ich so sagen darf, in den Ring wirft. Herr Christoffers hatte sich eher gemeldet und dann geht es da drüben weiter. Bitte schön. Also ich befürchte, jetzt werde ich mich etwas unbeliebt machen. Also wenn jede Region, die von einer Veränderung betroffen ist, die jeweils für sie günstigste Variante herausnimmt, dann wird es überhaupt keine Veränderung geben. Das wird nicht funktionieren. Und ich kann ja nachvollziehen, was Sie sagen. Das ist für die Region das Beste. Aber können Sie mir sagen, was ich denn mit der Ockermark mache, was ich mit der Prignitz mache, was ich aus Prignitz-Ruppin mache, was ich mit Havelland mache? Also insofern wird es schon ein Interessenabwägungsverfahren geben. Und da werden die Interessen von Cottbus selbstverständlich mit berücksichtigt. Und die Karten, das Kartenmaterial, was Sie gezeigt haben, einige Varianten können Sie gleich streichen. Es ist politisch festgelegt, dass keinerlei Landkreise zerschnitten werden. Können wir die noch mal einspielen, bitte, damit es das wird besser keine Variante wird, dass geben, Sie genau sagen, was ist unrealistisch? Es wird keine Variante geben, wo ein Landkreis zerschnitten wird. Das hat ganz praktische Gründe. Also ich sag mal, wenn ich eine Sparkasse aufteilen soll, wenn ich Kreiswerke aufteilen soll, das würde niemals funktionieren. Also deswegen, Sie meinen jetzt die Variante 2 zum Beispiel, ja, wo LDS... Die Landkreise werden als Ganzes sozusagen in verschiedensten Varianten, das muss auch entschieden werden, dann auch umgesetzt werden. Zweite Bemerkung, wissen Sie, es ist ja schon ganz viel geschrieben worden, auch dankenswerterweise in der Lausitzer Rundschau und in vielen anderen Publikationen. Ich finde, es gibt ein Argument, das hat mich zumindest überzeugt, dass eine Verwaltungsstrukturreform jetzt notwendig ist. Egal, wie sich die Bund-Länder-Finanzierung tatsächlich entwickeln werden ab 1920, es wird bei einem Grundsatz bleiben und das ist die Einwohnerveredelung. Einwohnerveredelung heißt, pro Einwohner gibt es einen bestimmten Prozentsatz an Geld, was die Institution oder den Landkreis oder die Stadt befähigen soll, ihre Aufgaben zu lösen. Und ich sage Ihnen, wir haben bei uns Landkreise, die werden 2030 unter 80.000 Einwohner haben. Und da wird es eine Situation geben, die finanziellen Zuweisungen, die sie bekommen, werden nie dazu ausreichen, dass sie ihre Aufgaben finanzieren können. Öffentliche Daseinsvorsorge, ÖPNV, alles das, was dort eine Rolle spielt. Und sie würden dann immer davon abhängig sein, in welcher politischen Farbenlehre eine Landesregierung zusammengesetzt ist, und das Finanzausgleichsgesetz, was die Beziehung zwischen Land und Kommunen regelt, gerade ausgestaltet. Und wir hatten als Rot-Rote Koalition, haben wir hier einen Sozialfaktor eingeführt, um mal ein Beispiel zu sagen, den es vorher nicht gegeben hat. Die Flächenfaktor sozusagen, der weiter diskutiert wird und noch eingeführt wird. Das gab es vorher alles nicht. Das heißt, man wird von der politischen Zufälligkeit der Wahl abhängig, wie viele Möglichkeiten ich habe. Und das funktioniert nicht. Und deswegen gibt es die Diskussion. Und wir haben heute im Innenausschuss, der vorhin noch getagt hat. Ja, da wollte ich jetzt fragen, heute gab es ja einen Innenausschuss-Sitzung. Ja, gibt es da schon Erkenntnisse? Ja, die ist jetzt auch zu Ende. Die haben wir noch ziemlich lange getagt, sage ich mal dazu.
Was ist denn heute sozusagen vorgeschlagen worden? Heute ist etwas vorgeschlagen, ein sogenanntes Leitbild. Das Leitbild sagt nichts weiter aus, dass es politische Zielstellungen für eine Veränderung gibt. Und wir werden jetzt noch mal über ein Jahr mit dem Städte- und Gemeindebund, mit dem Landkreistag, mit den kreisfreien Städten, mit ganz vielen Verbänden und Institutionen über ein Jahr noch mal Anhörungen durchführen, bevor dann die gesetzlichen Regelungen zur Umsetzung dann auch tatsächlich passieren. Und damit sage ich, letzter Satz vielleicht dazu, wir sind das einzige Bundesland, was diesen Weg gegangen ist über einen ziemlich langen und breiten und auch nicht ganz einfachen öffentlichen Dialog. Sowohl Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen haben das per Gesetz gemacht. Und da wurde es beschlossen und dann war es so. Und wir wollten ganz bewusst, also diesen Weg nicht gehen. Ja. Was also beschlossen werden soll im Juli im Landtag, ist sozusagen der politische Rahmen. Und danach beginnt die Ausformung der Gesetze und danach beginnt auch das Zeichnen von Karten. Nach wirtschaftlichen, nach regionalen, nach infrastrukturellen Zusammenhängen, um hier das, für das Land die günstigste Variante zu finden. Und da setze ich auch auf Cottbus, auch auf die Diskussion auf Cottbus, weil ich bin mir sicher, die jetzt noch kreisfreien Städten, dann möglicherweise kreisfreien Städten als Oberzentren, das sind natürlich die Entwicklungspotenziale, die wir auch an Anker auch im ländlichen Raum haben, neben anderen Städten. Und niemand wird doch politisch, ich sag mal, so töricht sein, derartige Anker oder derartige Fixpunkte von Entwicklung auch in Frage zu stellen. Wir reden nur über eine andere Organisation, wie wir das erreichen wollen. Und allerletzte Bemerkung, was die Finanzierung betrifft. Es gibt kein Bundesland bundesweit, was so viel Geld bereitstellt, was die Frage der Finanzierung betrifft. Wir reden hier insgesamt über eine Summe von mehr als 415 Millionen Euro. Und dann kann ich nur sagen, weder in Sachsen noch in Mecklenburg-Vorpommern gab es das. Und das war eine aus der Erfahrung aus beiden Bundesländern. Und es wird 7 Jahre lang, zumindest ist das der Vorschlag, Anpassungshilfen geben, um zu verhindern, dass die Kreisumlage durch die Decke schießt. Glaubt man im Ernst, dass man in Potsdam im Landtag entscheiden wird, eine Variante, wo wir dann 60% Kreisumlage haben, in dem Wissen, was das für politische und wirtschaftliche Konsequenzen hat? 7 Jahre lang. Wir werden die Stadt Cottbus, die ja auch relativ hoch verschuldet ist, da bitte ich jetzt mal aus verschiedensten Gründen, das ist überhaupt kein Vorwurf, sie wird teilentschuldet werden. Allein dafür werden 400 Millionen Euro sozusagen, weil 200 Millionen auch aus dem anderen Bereich, zur Verfügung gestellt werden. Also insofern, meine Bitte ist, oder nein, mein Anliegen ist ganz einfach, Verwaltungsveränderungen sind nie angenehm, nie angenehm. Aber ich glaube, dass es eine, mit Blick auf 2030 hier eine Notwendigkeit gibt, gerade um Funktionalität von Räumen, Teilräumen des Landes sicherzustellen. Und ich finde, man sollte jetzt die Ideen austauschen und ich sag mal dann, wenn es dann ein Gesetzgebungsprozess ist, nach über ein Jahr lang miteinander die besten Varianten dann auch austauschen. Vielen Dank, Herr Christoph, für das genauso engagierte, temperamentvolle Statement. Herr Hauschein-Tesma, bitteschön. Ja, es hört sich jetzt alles so super an, aber ich würde das doch ganz echt nochmal in Frage stellen. Also wir haben ja unsere Leser auch befragt. 2/3 der Leser, also von 900 Befragten, das ist jetzt nicht repräsentativ, aber schon ein großer Anteil von Leuten, die sich da geäußert haben, die können das nicht nachvollziehen, diese Reform. Und die können auch, und wir reden über Gebiete hier, wir reden aber nicht über, wie funktioniert das. Nicht? Und Sie haben es selber gesagt, es gibt Rahmenbedingungen, die Bevölkerung geht zurück und es gibt auch ab 2019, das muss man ja so klar sagen, und Herr Schulze hat das ja angedeutet, es gibt weniger Geld zu verteilen und es wird auch nicht bei allen es besser laufen als jetzt. Und das muss man den Leuten auch sagen, glaube ich. Und ne, das ist das eine. Und zum anderen, man kann viel reden und man kann das transparent machen, aber die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich überhaupt nicht mitgenommen. Es gibt kaum ein Thema, was bei uns intensiver diskutiert wird. Wenn Sie bei uns die Leserbriefspalte angucken oder auf LR Online wieder kommentiert wird oder dass die Leute sich da beteiligen, das heißt, da fehlt irgendwo was. Nicht? Und, haben Sie völlig recht, ne? Diese Zielstellung ist nicht erreicht worden, das ist eines der Fehler. Um die Reihenfolge nochmal einzuhalten,
Frau Dr. Münch nochmal und dann Dr. Ja. Schulze. Herr Stein-Tessmann, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das ist bis jetzt ein Kommunikationsdesaster, was bis jetzt passiert ist. Der normale Bürger weiß eigentlich gar nicht, was heißt das denn, wenn ich die Kreisfreiheit, das klingt ja ganz furchtbar, verliere ich jetzt meine Freiheit. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Aber der Bürger muss doch wissen, was soll das denn konkret heißen? Wo kann ich meinen Führerschein abholen? Wo ist das Ordnungsamt? Wo kann ich meinen Bauantrag einreichen und Ähnliches? Und daran wird sich nichts verändern. Diejenigen, die jetzt das Wort führen, das ist ja eine Fachleute. Diskussion. Das sind ja, und das ist das, was Sie vorhin gemeint haben, der Protestbus, das sind ja Verwaltungsmitarbeiter gewesen. Aber auch die werden ihren Arbeitsplatz nicht verlieren. Kein Mensch wird gekündigt werden. Deshalb, es wird so sein, dass perspektivisch über einen langen Prozess diese Verwaltungen zusammengeführt werden. Aber der Bürger muss wissen, was passiert. Und deswegen ist es dringend notwendig, wenn dieser Leitbildbeschluss jetzt gefasst werden sollte, dass wir in eine Kommunikationsoffensive gehen. Und da sind beide Fraktionen und die Landesregierung erheblich in der Pflicht. Und das muss anders aussehen als diese Dialogveranstaltung, die wir bis jetzt gehabt haben, sondern da müssen wirklich die Fragen beantwortet werden. Da muss gesprochen werden, was stellt ihr euch vor, was möchten wir noch tun als Stadt, was geben wir besser ab und ähnliche Dinge. Aber da muss ganz viel passieren, da stimme ich Ihnen völlig zu. Herr Dr. Schulze. Also nur zwei Bemerkungen zu dem, was Sie sagen, Herr Christoph. Wenn der Städte- und Gemeindebund und der Landkreistag, die selten einig sind, selten, Schulter an Schulter sagen, das ist nicht gut, was dort in Vorbereitung ist, gibt mir das zu denken. Erstens. Zweitens muss man natürlich auch sagen, dass die Entschuldung ja deshalb notwendig wird, weil über 20 Jahre die kreisfreien Städte nicht ausreichend finanziert wurden. Und jetzt nehme ich das ja auch vorneweg aus dem kommunalen Topf, aus dieser 20... Nein, es ist Landesgeld. 415 Euro Landesgeld plus 200 FAG. Dann muss das neu sein. Es ist uns gesagt worden, dass es... Gut, dann lassen wir das weg. Stehe ich ja. Aber jetzt komme ich nochmal auf mein Thema als Spree-Neiße. 1993 hat der Landtag gesagt, Forst ist Kreisstadt. Wir haben einen Krieg geführt. Ich als Spremmeier, als Baudezernent, habe im Forst ein neues Kreishaus gebaut. Dafür habe ich in Spremberg nicht nur Pluspunkte bekommen. Da steht ein Kreishaus für 700 Mitarbeiter für 46 Millionen D-Mark gebaut. Inzwischen haben sie noch ein bisschen was dazu gemacht. Die Sozialdemokraten in Cottbus haben gesagt, wenn wir dem zustimmen, wird Cottbus Kreisstadt, ist ja nur logisch, mit allen Verwaltungen, alle Verwaltungsaufgaben kann der Bürger hier erledigen. Das heißt mit anderen Worten, innerhalb von 10 Jahren wird die Verwaltung in Cottbus konzentriert und es hat ja auch nur Sinn, wenn ich die Verwaltung an einer Stelle konzentriert habe. Und dann haben wir in Forst ein leeres Kreishaus, wenn ich mit dem Stadtwerkechef von Forst rede, er sagt, die Kreisverwaltung ist mein bester Kunde. Wenn da die Hälfte weg ist, geht der Umsatz runter. Die Innenstadthändler. Wir haben uns damals darauf verlassen, dass das Land Seelow, Beeskow, Forst, Senftenberg zur Kreisstadt gemacht hat. Überall ist investiert worden. Und 20 Jahre später haben wir vielleicht das Problem, dass das leer steht bzw. nicht mehr genutzt wird. Und das ist aus wirtschaftlichen Gründen meiner Meinung nach nicht tragbar. Wir konnten. Frau Dr. Münch, wir wollen jetzt nicht in Dialog treten. Bitte das letzte Statement, einen Blick auf die Uhr, aber ich weiß, dass Sie da ganz besonders engagiert sind. Das ist ein Thema, das lässt, glaube ich, niemanden kalt im Land. Und natürlich bleiben diese Kreissitze als Verwaltungssitze erhalten, Herr Schulze. Und wir haben ja auch anderweitigen Raum. Also wir reißen unser schönes Kreishaus nicht ab. Nein, natürlich nicht. Und da gibt es ja auch Vorstellungen. Das ist eine interessante Aussage. Die Verwaltung vom neuen Kreis sitzt in Forst. Nein, die sitzt natürlich in Cottbus. Es wird aber Außenstellen geben in Forst und Spremberg und Senftenberg. Vielen Dank für die sehr engagierte und bewegte Diskussion, meine Damen und Herren. Ich persönlich bin ja ein hoffnungsloser Optimist und sage mir, das Kreishaus wird nicht abgerissen. Und vielleicht hat die ganze Sache ja auch einen gewissen Charme für Cottbus. Das wird ja dann wieder so eine Art Bezirksstadt. Und weil wir gerade über die vielen Finanzen, die gebraucht werden für unsere Rundwege, Marietta und so weiter geredet haben, gibt es dann Geld aus Potsdam und alles wird gut, meine Damen und Herren. Sie wissen, also ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber Sie sehen und ihr habt es mir bestätigt, wir werden noch ein Jahr damit beschäftigt sein, ein sehr demokratischer Prozess. Herr Christophers, vielen Dank für die sehr qualifizierten Diskussionen. Ich persönlich habe da auch viel gelernt. Für mich war das jetzt so ein bisschen böhmische Dörfer. Und um im Bilde zu bleiben, hatte ich den Eindruck, dass Cottbus jetzt vielleicht doch zum gallischen Dorf wird und das Imperium gewinnt sowieso immer. Und insofern
bleiben wir da weiter im Gespräch. Da bin ich schon bei meiner Abmoderation. Bitte alle noch sitzen bleiben. Ich muss da aber als ordentlicher Moderator aufstehen. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich vor allen Dingen bei unseren Werbepartnern bedanken. Einen davon haben Sie hier die ganze Zeit stehen sehen. Der steht aber eigentlich deswegen da. Ich bitte ihn immer, weil wir da hinten so eine hässliche Tür haben. Die würden Sie sonst sehen. Wir bedanken uns also bei unseren Werbepartnern der Gebäudewirtschaft Cottbus. Wünschen Herrn Dr. Kunze weiterhin gute Genesung. Wir bedanken uns bei Mercedes-Benz Autohaus Cottbus GmbH und bei Crystallica VIP Pictures. Noch was? Noch mehr Werbepartner? Oder? Gut. Frank, hallo. Heute bin ich mal hier oben. Ja, und dann muss ich Ihnen was gestehen, meine Damen und Herren, ich war heute gedopt. Ja, ich war gedopt, weil ich erkältet bin und damit bin ich bei der Vorankündigung, also ich wäre heute wirklich durch keine Dopingkontrolle gekommen, Vorankündigung für den 22. September, meine Damen und Herren, dann 19.30 Uhr. Wir passen uns also an die üblichen Theaterbeginnzeiten an. Und da haben wir nämlich dieses Thema. Wir trauen uns an das große Thema Leistungssport, Doping und die Rolle der Medien heran. Morgen beginnt die Tour de France. Wer weiß, wie viele deutsche Starter wir haben? Wer ist da im Bilde? 6, kann man sich gut merken. 6 deutsche Starter und ich kann Ihnen schon versprechen, mit vielen Etappensiegen. Wir haben also dann im September hinter uns die Tour de France, die Fußball-Europameisterschaft. Aber beim Fußball gibt es ja sowieso nie Doping, weil Doping im Fußball hat keinen Sinn. Das Zeug muss in die Spieler, sage ich immer. Ne? Auch das werden wir beleuchten, warum es im Fußball seit Jahrzehnten keine Dopingfälle gibt. Und wir haben hinter uns die Olympischen Spiele und da hört der Spaß ja auf, wo also selbsternannte Dopingjäger, komischerweise nur russische Sportler jagen. Ich kann Ihnen also ankündigen, mit großer Wahrscheinlichkeit Claudia Pechstein mit ihrem Lebenspartner und Manager. Das ist ja hochaktuell. Sie kämpft um ihr Recht. Ich kann Ihnen ankündigen, Dietrich Didi Thurau, der Westdeutsche, die Westdeutsche Straßenradsport-Legende, der auch zu diesem Thema einiges zu erzählen hat. Ich kann Ihnen ankündigen, unseren Olympiastützpunktleiter Wilfried Lausch, Stefan Freigang für die Leichtathletik, damit Sie nicht denken, es sind nur Radsportler da. Jan Schur wird da sein, wahrscheinlich Jens Vogt, den werden Sie noch kennen von seinen vielen, vielen großen Ritten bei der Tour de France. Und dann brauchen wir noch einen Journalisten dazu. Da hilft mir Herr Haustein-Tesma, es ist nicht Ihr Gebiet. Am liebsten wäre mir ja Hajo Seppelt. Aber ob wir den kriegen, das steht in den Sternen. Ja, ich wollte es. Was? Auf jeden Fall eine gute Debatte da. Das wäre super, ja. Hajo Seppelt und ich, da brennt die Luft. Und ich wollte Sie nur neugierig machen auf den 22.09. Und ich hoffe, dass wir dann nach den Olympischen Spielen auch ein paar erfolgreiche Cottbuser Olympioniken, die ja gerade peu à peu nominiert und verabschiedet werden, wie zum Beispiel Stefanie Pohl oder vielleicht dann auch noch Frank Max Levy, das steht ja noch aus, die Entscheidung hier haben werden. Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich bedanken bei Ihnen, dass Sie so lange durchgehalten haben mit uns, heute in der Wärme, aber der Biergarten lädt ja jetzt zum kühlen Bierchen ein, jetzt genehmige ich mir auch eins und ich bedanke mich jetzt ganz extra bei meinen Gästen. Wir bedanken uns bei einer Frau, die quasi in die SPD hineingeboren wurde, sonst aber wahrscheinlich ein bisschen in der falschen Partei ist. Frau Dr. Münch, vielen Dank. Bei einem Verwaltungsprofi, der trotzdem am Puls der Zeit geblieben ist, unser Staatssekretär Hendrik Fischer. Wenn man Sie erlebt, Herr Fischer, ist uns nicht bange über Wirtschaft und Energie in Zukunft. Meine persönliche Meinung. Bei einem ehemaligen SED-Funktionär, der seine politische Heimat nie verraten hat, so sehe ich das, Ralf Christoffers. Wir bedanken uns bei einem echten Lausitzer Urgestein, das kann man glaube ich sagen, Klaus Peter, der im Bundestag für die Heimat kämpft und das haben Sie auch gerade wieder erlebt, sehr engagiert. Vielen Dank, Dr. Klaus Peter Schulze. Und wir bedanken uns last but not liest bei einem ehemaligen Kunstturner, das konnten wir heute nicht beleuchten, und nebenbei Kickboxer,
der über den Sport, wie Sie mir gesagt haben, zum Journalismus kam und in die Lausitz zurückgekommen ist. Vielen Dank, Oliver Haustein-Tesma. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Viel Spaß im Biergarten und wir sehen uns am 22. September. Tschüss.